Die Tage werden kürzer. Draußen wird es ungemütlich. Zeit für ein Kopfkino. Herzlich willkommen bei Hör mal zu und danke für dein Like. Alors, liebe Freunde vom Belgier, wir gehen jetzt in den 34. Fall und heute will ich euch beweisen, dass auch Tiere große Detektive sein können. Vorhang auf für einen kleinen Vierbeiner mit grauen Zellen. Präsentiert der Belgier, ein kleiner Mann mit großer Kombinationsgabe. Unser kleiner Belgier folgt der Einladung von Captain Hastings aufs englische Land. Eigentlich verlässt er höchst ungern sein Domizil in der Großstadt. Captain Hastings nahm an einer Rallye teil. Jetzt trifft man sich abends im Pub. Ladies and Gentlemen, wir müssen uns geehrt fühlen. Darf ich vorstellen? Hercule Poirot. Doch nicht der Hercule Poirot. Gibt es noch andere, Mademoiselle? Meine Schwester Theresa. Und das sind, ach, zur Hölle damit. Sie lernen sich alle am Wochenende kennen. Hier sind Sie richtig, Mr. Poirot. Schurken alle miteinander. Verzeihen Sie, aber langsam wird es Zeit, Sir. Oh, verdammt. Nein. Ihr habt 15 Minuten, um euch einen guten Platz zu suchen. Du kümmerst dich um die beiden. Das sind Freunde. Natürlich. Walter? Würden Sie bitte Ihre Koffer sofort auf die Zimmer bringen? Selbstverständlich, Madam. Mr. Poirot, darf ich Ihnen meine Tante vorstellen? Hercule Poirot, Captain Hastings, Emily Arundel. Enchanté, Madame. Ich wusste nicht, dass mein Neffe so vornehme Freunde hat, Mr. Poirot. Das ist Wilhelmina Lawson, meine Gesellschafterin. Madame. Ich hoffe, Sie werden hier anständig behandelt, Mr. Poirot. Das Essen ist angeblich sehr gut, aber... Die Menschen Die Leute hier. Sind voller Vorfreude, Madame. Und nachdem der Weltrekord gebrochen wurde, werden sie wieder abfahren. Ja, ist ja gut, Kleiner. Er will sie kennenlernen. Darf ich vorstellen? Bob. Enchanté. Wir würden Sie heute Abend gern einladen, Mr. Poirot. Wir dinieren mit der Familie. Aufgabe ist anspruchsvoll. Er muss eine Meile in unter 29,58 Sekunden schaffen, um den Weltrekord von Commander Wood zu schlagen. Zu unserem großen Glück sind die Bedingungen heute nahezu ideal. Und Mr. Arundel hat mir selbst gesagt, dass sein Boot, die Spirit of Arundel, auf Höchstleistung getrimmt ist. Ah, da sind Sie ja. Hallo, Tante Emily. Hallo. Hallo, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Meine andere Nichte und ihr Ehemann, Mr. Poirot. Bella und Jacob Tanyos. Jacob unterrichtet hier Medizin, aber leider verlassen sie uns bald. Wieso muss euer Papa nach Griechenland? Ich werde euch vermissen. Emily, weil sie meine Fakultät an der Universität geschlossen haben. Emily? Ist Charles denn gut vorbereitet oder brauchen wir Stoßgebete? Charles schafft das schon. Er hatte immer teuflisches Glück. Mit dem Teufel ist er verbündet. Emily! Ich hab doch recht, Minnie. Es ist 2 Uhr, Liebes. Es wird Zeit. Oh, dann gib sie mir. Wollen Sie das Boot sehen, Mr. Poirot? Also ich würde es gern sehen. Oh gut, ihr auch, Kinder. Oh komm. Ja, toll! Wann hat John Granger die letzte Untersuchung durchgeführt, Emily? Wieso? Sehe ich krank aus? Im Gegenteil. Was mich zu der Frage führt, wieso nimmst du diese nutzlosen Leberkapseln? Ich denke, das geht nur Emily etwas an, Dr. Tanyos. Und Sie gar nichts. Aufmerksamkeit für den Bürgermeister von Glen Riddick. Nach den Festlichkeiten werden Poirot und Captain Hastings ins Haus der Dame des Komitees eingeladen. An der Tür begrüßt sie ein recht pfiffiges, kleines Kerlchen. Hastings? Inchin, mach Sitz! Bon, du bist äußerst klug. Bon, merci, Anna. Gut. Das war eine sehr nette Begrüßung von Monsieur Bob, Madame Wilhelmina. Darf ich vorstellen, Dr. Granger, ein alter Freund der Familie. Monsieur le Docteur, freut mich sehr, Poirot. Arthur Hastings. Freut mich. Willkommen im Little Greenhouse, Gentlemen. Merci. Ah, magnifique, ça. Hastings, was ist das für eine Hunderasse? Ein Foxterrier. Nein, Charles, ich gebe dir nicht noch mehr Geld. Dieses Boot hat mich inzwischen ein halbes Vermögen gekostet. Na toll, Tante Emily. Ich kämpfe um das Überleben des Projekts und ich lasse nicht zu, dass du noch sonst jemand mir im Weg steht.
Guten Abend, Gentlemen. Ein Familienstreit, den haben wir jeden Abend. Oh, wenn Sie übrigens mit ausgebrannten Rennbooten handeln, im Bootshaus finden Sie eins. Ach, guten Abend, Gentlemen. Ursprünglich war ja eine Party geplant, aber momentan fehlt uns dazu wohl der Anlass. Eine samtweiche Nacht hat sich über das Anwesen ausgebreitet und jeder schläft. Jeder bis auf Captain Hastings. Ich habe mich gefragt, ob Sie auch nicht einschlafen können. Sie wecken mich, um mich das zu fragen? Das ist wahre Freundschaft, Hastings. Es tut mir leid, Poirot, aber mich beschäftigt das Dinner. Der General, der Ihre Großmutter erzählen lässt. Woher wusste er das? Regarde, mon ami. Es gibt einen J.H. in Ihrer Familienverwandtschaft. Ja, meinen Onkel Jack. Was will er uns sagen? Er sagt, dass Sie nun in Ihr Bett gehen sollen und dass Sie Poirot in Frieden lassen. In Ordnung. Das ist beeindruckend, Poirot. Leider ist es nur ein Ratespiel, mon ami. Es wäre seltsam, gäbe es keinen James, John oder Jack in Ihrer Familie. So ist es in Belgien mit M für Marie. Ja, ja, das ist einleuchtend. Aber was ist mit diesen dunklen Mächten? Die sind im Kopf von Isabelle Tripp und sonst nirgendwo. Und doch entsteht kein Rauch ohne Feuer. Der nächste Morgen beginnt mit einem Schock. Die Hausherrin liegt am Ende der Treppe mit Genickbruch. Tot. Exodus. Oh, Mr. Poirot, Madame. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie herkommen. Emily hat ständig nach Ihnen verlangt. Ich gehe es in Gedanken immer wieder durch, Mr. Poirot. Bin ich wirklich auf Bobs Ball ausgerutscht? Nie lässt er ihn irgendwo liegen. Möglicherweise wollte Ihnen nicht der Hund etwas Böses, Madame, sondern vielleicht Menschen. Sowohl Tote als auch Lebende. Ach, Sie meinen, Isabelle Tripp könnte doch richtig liegen? Und ich bin tatsächlich in Gefahr? Ja, das ist möglich, Madame. Tja, dann liegt es wohl an meinem vielen Geld. Was würden Sie an meiner Stelle tun, Mr. Poirot? Wenn meine Familie von meinem Tod profitieren wollte... Eh bien, ich würde sofort mein Testament ändern und alles einem Freund schenken, dem ich vertraue. Würden Sie es diesem Freund sagen? Non, pas du tout. Doch ich würde es all jenen erzählen, die in dem Alten Testament erwähnt wurden. Das würde Sie doch ärgern. Oui, bien sûr. Mhm. Aber Sie würden dafür sorgen, dass kein Unfall mich aus dem Leben reißt und hoffen, dass ich nochmal meinen letzten Willen ändere. Und sie begünstige. Das klingt gut. Die Idee ist hervorragend, Mr. Poirot. Ein Medikament, Doktor? Ja, Poirot, Exprotin für Emilys Leber. Aber dafür hat sie doch Kapseln. Kräuterkram von einem Kräuterdoktor. Ich hab sie weggeworfen. Nach dem Frühstück im prächtigen Garten nahe des Zierfischteichs. Menschen wie Jacob sind nicht willkommen im Motorbootclub, wenn Sie verstehen. Comment? Er ist etwas anders. Ein Ausländer. Mais moi aussi? Ja, aber Sie sind berühmt, Mr. Poirot. Wilhelmina, ist Emily da? Ich würde Sie gern mal sprechen. Ja? Jacob, ich bin sehr schwach, Jacob. Ich fühle mich alt. Aus dem Grund bin ich auch so zickig gegenüber Wilhelmina. Die einzige Person, die wirklich noch zu mir steht, egal was ist. Sie weiß, dass du es nicht so meinst. Das tue ich auch nicht. Sieh dir das an. Liebe, was denkst du? Hoffen wir es. Er ist ein guter Mann, ein guter Arzt. Du sagst das, obwohl er dich nicht so gut leiden kann. Was für ein großes Herz du hast. Deine Schwäche ist mir auch aufgefallen, Emily. Ich möchte, dass du das probierst. Das Rezept hütet unsere Familie seit 200 Jahren. Nicht gerade antik für Griechenland. Jacob, glaubst du, dass jemand versucht, mich zu ermorden? Emily, wer sollte das versuchen wollen? Mr. Poirot hält das anscheinend für möglich.
Oh, bitte verzeih. Entschuldigt bitte. Es war ein langer Tag. Aber du siehst besser aus als noch vor ein paar Wochen. Sieht sie nicht fabelhaft aus? Oh ja, natürlich. Wieso ist niemand mehr ehrlich zu mir? Ich sehe schrecklich aus. Wilhelmina, in meiner Handtasche ist ein Fläschchen. Reich es mir bitte. Deine Leberkapseln willst du nicht? Wenn ich meine Leberkapseln hätte haben wollen, hätte ich es gesagt. Das Fläschchen. Miss Arundel nahm 2 Esslöffel des Lebertrans zu sich und zog sich in ihr Zimmer zurück. Ungefähr 10 Minuten später hörte man lautes Rufen, Stöhnen und Schreien. Als einige der Bewohner des Hauses in das Zimmer kamen, hatte die Frau weißen und blauen Schaum vor dem Mund und um ihren Körper herum war eine Art Aura. Sie starb innerhalb von wenigen Minuten. Miss Arundels Nachlassverwalter bat mich, das Testament zu verlesen. Deshalb möchte ich dies nun tun. Es ist ein einfaches Dokument, datiert auf den 10. dieses Monats. Es überträgt Emilys gesamtes Vermögen auf Wilhelmina Lawson. Nein! Nein, das darf sie nicht! Die Familie kriegt gar nichts, John? Nein. Monsieur le Docteur, darf ich erfahren, wer von dem ehemaligen Testament profitiert hätte? Jeder in diesem Raum hätte etwas bekommen. Die meisten sogar ein paar hundert Pfund. Charles, Theresa und Bella hätten den Löwenanteil bekommen. Warum? Weil ich glaube, dass sie ermordet wurde, Monsieur. Und von wem? Können Sie uns das bitte sagen? Du denkst doch nicht, dass uns nicht aufgefallen ist, dass ihr 2 tuschelnd in der Ecke saßt und Pläne ausgeheckt habt wie kleine Kinder. Das ist nicht Ihre Schuld, sondern die unseres belgischen Freundes. Wegen ihm hat sie ihr Testament geändert. Emily starb eines natürlichen Todes. Ach, den du beschleunigt hast, indem du die Arznei weggeworfen hast, die sie gebraucht hat. Die war wirkungslos. Der Triumph der Reklame über die moderne Medizin. Ich weiß, dass es mindestens ein Mordversuch war. Hätte ich sie retten können? Das ist eine Frage, die mich bis an mein Grab verfolgen wird. Andauernd stelle ich mir dieselbe Frage, Hastings. War es richtig, ihr genau diesen Rat zu geben? War es gut oder war es eine Dummheit? Hätte ich ihren Tod verhindern können? Wenn Granger mit diesem Leberversagen recht hatte, dann sicher nicht. Und was ist der Grund für Leberversagen, Hastings? Das hohe Alter. Und ich sage, dass man sie ermordet hat. Es gab in all den Jahren noch nie ein Detail, das mich so geärgert hat. Das Motiv, Hastings. Ich würde verstehen, wenn man sie vor der Testamentsänderung ermordet hätte. Jeder würde schneller erben. Aber danach? Wer würde profitieren? War es möglicherweise Rache? Verzeihen Sie, Sir. Eine Lady und ein Gentleman erwarten Sie in der Lounge. Sie haben einen Hund dabei. Einen Fox-Terror vielleicht? Na ja, und du hast nie die Kontrolle über diesen Hund. Bob, komm her. Verdammter Köter. Er weiß nicht, wie man sich in der Öffentlichkeit benimmt. So zeigt er nun mal seinen Kummer. Oh, Bob, bitte, benimm dich. Bob, du machst Sitz. Das mag Ihnen nun seltsam vorkommen, Poirot. Wilhelmina will Ihnen eine Frage stellen. Mais pourquoi? Damit die Leute aufhören, über mich zu reden. Die glauben womöglich noch... Sie denken alle, dass Sie Tante Emily getötet haben, um schneller an das Erbe zu kommen. Da hast du es. Mr. Poirot denkt es auch. Aber ich schwöre, ich wusste nicht, dass ich das Geld erbe. Das wusste niemand. Ich habe ihr dazu geraten. Nichtsdestotrotz ist uns da etwas eingefallen, Sir. Sag ihm doch, was du mir sagtest. Sie gehen doch davon aus, dass Emily nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Ich habe Angst, Mr. Poirot. Dann bin ich die Nächste. Ihre Ängste sind unbegründet, Madame. Geben Sie das Vermögen den Erben aus dem Ersten Testament. Oh, das wäre allerdings überhaupt nicht im Sinne von Emilys Vorstellung. Das mag sein. Komm, meine Liebe, ich denke, wir haben Mr. Poirot genug zum Nachdenken angeregt. Draußen setzt der berühmte englische Regen ein und Poirot muss sich beeilen, trockenen Fußes zurückzukommen. Mademoiselle, es könnte sein, dass diese Frage Ihnen äußerst merkwürdig vorkommt, aber besitzen Sie zufällig einen Bademantel mit den Initialen TA? Irgendwo, ja, aber in dem will ich nicht mal tot gesehen werden. Comment? Ich hatte ihn, bevor jeder ihn hatte, und jetzt tragen ihn bekanntlich Männlein und Weiblein. Ach. Wieso fragen Sie das?
Wilhelmina Lawson hat eine Person mit solch einem Mantel in der Nacht des Unfalls gesehen. Nun fürchtet sie um ihre Sicherheit. Aber leider nicht stark genug, um vom Erbe zurückzutreten. Mein Anwalt kümmert sich bereits um diesen Fall. Mit etwas Glück können wir das Testament anfechten. Dann kann ich mir endlich ein anständiges Herrenhaus leisten. Mr. Poirot, hier ist ein Anruf für Sie. Gehen Sie hier oben ran. Oui. Wer will mich bitte sprechen? Miss Emily Arundel, Sir. Die ist tot, mon ami. Das müssen Sie schon mit ihr selber ausmachen, Sir. Mr. Poirot, das ist so aufregend. Isabel ist in Kontakt mit Emily. Und zwar just in diesem Moment. Dann richten Sie ihr doch bitte Grüße von mir aus. Sie ist gerade zu uns durch den Äther geflitzt, um mit uns eine Tasse Tee zu trinken. Und sie will ganz dringend mit Ihnen sprechen. Soll ich sie jetzt durchstellen? Oh, no. Nehmen Sie nur Ihre Botschaft an. Der Spiritismus der 40er Jahre ist legendär. Und auch die zwei alten Damen lieben die Geisterbeschwörungen. Sie will, dass Sie Ihren Seelenfrieden finden. Sie sagte, wieso halten wir keine Seance ab und laden dazu alle ein, die verdächtig sind. Alle Menschen, von denen Sie denken, dass Sie Emily den Pfad ins Jenseits leichter machen wollen. Und wenn die alle versammelt sind, wird Emily durch Isabel auf denjenigen deuten, der es getan hat. Was halten Sie davon, Mr. Poirot? Ich finde, das ist eine glänzende Idee. Nennen Sie einen Termin für dieses Jahr. Sagen wir am Freitagabend? Ja, so gegen 8 Uhr. Ja. Wir sorgen für Essen und Trinken und machen eine öffentliche Veranstaltung. Freitag um 8, excellent. Und Sie sorgen bitte dafür, dass Dr. Tanios bei der Seance auch zugegen ist. Ah, oui. Er möchte nämlich schon ziemlich bald zurück nach Griechenland. Aber doch nicht vor Freitag. Und nebenbei ist ein Umzug in ein anderes Land kein Motiv für einen Mord. Ich selbst bin der lebende Beweis. Am frühen Abend. Verzeihen Sie mir, Monsieur Poirot, aber als Vertreter der Wissenschaft glaube ich leider nicht an solche Seancen. Monsieur, ich glaube auch nicht daran, doch ich glaube, dass andere daran glauben. Und diesen Umstand will ich nützen. Eine wunderbare Gelegenheit für die Tripp-Schwestern, jeden zu verdächtigen, den sie nicht mögen. Aber nichtsdestotrotz werden Sie doch kommen, Madame. Das werden wir sehen. Und Sie, Monsieur? Ich habe gehört, dass Sie gedenken, England zu verlassen. Darf ich fragen, wieso? Weil mir in Griechenland als Arzt das Arbeiten erlaubt ist. Wenn deine sogenannten Freunde dich lassen, arbeite doch hier. Bella, John Granger kann nicht ändern, was seine Patienten glauben. Ah, die glauben, dass sie der Teufel persönlich sind, weil sie aus dem Ausland kommen. Monsieur? Poirot betritt das Bootshaus. Ich mag es nicht, wenn die Leute hier rein und raus marschieren. Nichts gegen Sie. Es geht um die Sicherheit. Falls noch mal etwas explodiert... Kommst du mit den Reparaturen voran? Die würden schneller gehen, wenn Tante Emily mehr locker gemacht hätte. Dann hätte ich einen anständigen Mechaniker. Ich war in der Nacht ihres Todes bei ihrem Monsieur. Sie denken, ich wollte ihr Angst einjagen, nicht wahr? Sie haben keine Ahnung, wie zäh sie war. No. Aber ich kenne ein altes Sprichwort. Rache ist süß. Und Sie sind ein Hitzkopf, Nespa, wie Ihre Schwester. Und das macht uns nun zu Mördern? Nein, das macht Sie nicht zu Mördern, aber jeder ist verdächtig. Und kommenden Freitag wird eine Party stattfinden, auf der Sie und Ihre Schwester Mademoiselle Theresa eingeladen sind. Eine Party? Wer feiert denn? Oh, Ihre Tante, Emily Arundel. Die langen Schatten des Abends haben sich über das Herrenhaus gesenkt. Die Seance steht an. Alle fassen sich bei den Händen. Es wird richtig gespenstisch. Ich, Emily Arundel, besuche euch heute Abend mit einer düsteren Botschaft. Das Böse, vor dem mein Vater uns alle gewarnt hat, ist gekommen, um zu walten. Oh, ist Dr. Granger? Er lässt sich hier entschuldigen, Emily. Ach, diese Männer der Wissenschaft, die einfach an überhaupt nichts glauben können. Obwohl hier, in diesem Raum, eine Person sitzt, die meinen Pfad ins Jenseits geebnet hat. Habe ich recht, Mr. Poirot? Das war eiskalter Mord, Madame. So ist es. Sehen Sie, wie alle zittern? Weil Sie sich schuldig fühlen, Mr. Poirot. Wie steht es um dein Gewissen, Wilhelmina? Gute Frage. Bist du das, Charles? Wie immer schiebst du die Schuld für deine Unfähigkeit
auf die anderen. Oh, was für ein Blödsinn. Theresa, natürlich verteidigst du deinen kleinen Bruder, egal was er wieder verbrochen hat. Bella, Liebes, wieso hast du ihn geheiratet? Wieso hast du nur diesen grauenhaften Mann? Nur damit wir es nicht vergessen. Könnte es sein, dass entweder Julia oder Isabel Tripp für deinen Tod verantwortlich sind? Nein, du Gute. Aber es ist weise, dass du mich das fragst. Ihr kennt alle meinen Mörder. Mein Todesengel ist in dieser Sekunde in diesen vier Wänden anwesend. Ein beängstigendes Schauspiel. Oder war es gar mehr? Wollen wir mal warten, was der kleine Belgier schlussfolgert. Bei der gestrigen Seance wurde Bella Tanyos gefragt, wieso sie diesen grauenhaften Mann geheiratet hätte. Gemeint war ihr Mann Jacob. Das ist merkwürdig, weil Emily Jacob im Diesseits ganz gern gemocht hat. Sie hat wohl ihre Meinung geändert. Hat sie ihre Meinung geändert? Oder war es einfach ein Fehler? Oh, Emily macht niemals Fehler. Aber nehmen wir an, es hat nicht Emilys Geist zu uns gesprochen. Nehmen wir an, es war das Unterbewusstsein von Isabel Tripp. Da frage ich mich doch, welche weiteren Fehler sie gemacht hat. Sie beschuldigt doch Robert Arundel. Aber sie ist ein erfahrenes Medium, Mr. Poirot. Sie ist auch nur ein Mensch, Madame. Theresa, was ist denn? Bella, hallo, wir haben ein paar Fragen. Ist Jacob da? Ja, komm. Kinder, auf euer Zimmer. Raus, na los! Ihr geht auf euer Zimmer. Jacob? Charles? Wir wollen offen sprechen, wenn du einverstanden bist. Und zwar geht es mal wieder um Geld. Um Geld, das uns zusteht und das nun Wilhelmina die verfluchte Lawson hat. Theresas Anwalt sagt, wir haben keinen Anspruch. Wir sollen Wilhelmina Honig ums Maul schmieren, damit sie uns dann was abgibt. Ach komm, ich war immer nett zu ihr. Und zu Tante Emily. Ihr zwei müsst was machen. Also, ich würde sagen, wir vergessen unsere Differenzen. Und wir vergessen, wie sie gestorben ist. Denn das macht ehrlich gesagt keinen Unterschied mehr. Sie ist nun einfach tot. Und sie hat ihren ganzen Besitz Wilhelmina vererbt. Du willst ihr also das ganze Geld einfach so überlassen, ihr und ihrem betrügerischen Arztfreund. John Granger ist ein Mann von Ehre. Er würde nie lügen. Jeder Vollidiot würde erkennen, dass die beiden unter einer Decke stecken. Was sagst du denn dazu, Bella? Ach, verdammt, was starrst du ihn denn so an? Sag, was du denkst. Ich weiß einfach nicht, was wir noch tun könnten. Theresa hat einen Plan, wie wir zumindest an einen Teil des Vermögens rankommen. Nein! Wir verbinden uns auf keinen Fall mit euch. Und jetzt verlasst mein Haus! Etwa eine Stunde später. Zunächst könnten Sie mir erzählen, wieso Sie nicht bei der Seance waren. Weil ich weder an solchen Unsinn glaube, noch ihn billige. Es gibt nur eine Welt, das Hier und Jetzt. Ein physikalisches Zufallsprodukt mit biochemischen Prozessen. Es gibt keine höhere Macht? Das ist nichts als eine Wunschvorstellung. Höchst gefährlich. Im Besonderen für Hunde, würde ich sagen. Wann muss Bob vor Gericht? Gar nicht, Monsieur. Ich habe Beweise für seine Unschuld. Aber sagen Sie, Doktor, Sie hatten doch Emily Arundel wegen ihrer Leberbeschwerden behandelt, Nespa? Ja, mit Exprotin und einem leichten Sedativum gelegentlich. Und die Leberkapseln, die sie von Ihnen hatte? Erhältlich bei jedem Drogisten. Die nützen zwar nichts, sie würden aber auch niemandem schaden. Ich muss zu ihm. Es ist sehr dringend. Aber er hat Gäste. Verzeihung, Dr. Granger. Ich habe Mrs. Tanyos erklärt, dass sie... Ist schon in Ordnung, Mrs. Finch. Danke. Verzeih mir, John, aber ich dachte, du wärst allein. No. Madame Tanyos, wir wollten eben gehen. Nein, Mr. Poirot. Bitte bleiben Sie. Ich wollte es Ihnen auch sagen, wenn John es erlaubt. Das mit Jacob. Bella, hast ja, du dir das überlegt? Ja, ich muss damit heraus. Jacob predigt andauernd Loyalität, aber was ist mit meiner Loyalität gegenüber Tante Emily? Bitte. Eine mutige Entscheidung, Bella. Oh, Captain. Was ist denn, Walter? Verzeihen Sie, Sir, ich hätte eine Frage an Sie. Sie sind doch ein Freund von Mr. Charles. Würden Sie ihm bitte ausrichten, dass er doch seine Clubrechnung begleichen möchte? Einen Tag später passiert wieder etwas Merkwürdiges. Ein Einbruch. Wieso gibt es keine Spuren eines Einbruchs? Die gibt es nun mal nicht. Wieso ist das Gemälde heruntergefallen? Schlecht aufgehängt. Es musste irgendwann herunterfallen. Irgendwas geht hier doch vor, Sergeant. Was zu tun hat mit Emily Arundels Tod. Dinge, die weit jenseits unserer Vorstellung sind. Der arme General hat vorhergesehen, was passieren wird. Etwas Böses.
Also wissen Sie, mein Superintendent ist mehr mit weltlichen Verbrechen beschäftigt. Wünsche einen schönen Tag. Guten Morgen, Mr. Poirot. Sagen Sie, Mademoiselle Sarah, Sie öffneten das Fenster, sahen ihn aus. Was haben Sie gesehen? Zwei Personen, die durch den Garten in Richtung See rannten, Sir. Glauben Sie, die wollten mich ermorden? Eh bien, Madame. Die beiden hatten keinen Erfolg und deshalb liegt Ihre Absicht im Dunkeln. Was dagegen, wenn ich ein paar Tage hier bliebe? Was sagen Sie? Falls jemand will, Hermina etwas antun möchte. Das wäre sehr nett von dir, John. Ich würde mich um einiges sicherer fühlen. Mes amis, ich bin ein Rechtskundiger, weiß wie und wo man es zu seinem Vorteil nutzen kann. Hastings, Sie kennen den Fairbanks-Skandal? Zu dieser Gelegenheit war ich, Hercule Poirot, so etwas wie ein Gesetzloser, aber nur für einen kurzen Moment. Und, weiter? Und möglicherweise wiederhole ich das Ganze, wenn es sich lohnen wird. Sie wissen, wie wir unser Geld zurückkriegen? Sie wollen besser als unser Anwalt sein. Nein, Monsieur, ich will nur sagen, es gibt Wege. Ich werde sie Ihnen später erläutern. Aber Sie selbst dürfen überhaupt nichts tun, verstehen Sie? Nichts. Denn es gab schon einen Einbruch im Little Green House. Wirklich? Wer war's? Wer war das? Das ist ein Geheimnis. Die kleinen grauen Zellen des Belgiers arbeiten auf Hochtouren. Worin liegt der Sinn, wenn Sie sagen, Sie übertreten das Gesetz? Die beiden sind jung und töricht, Hastings. Sie sind Hitzköpfe. Ich biete Ihnen trügerische Hilfe an, damit Sie nichts tun, was Sie bereuen. Eine Sache möchte ich Sie noch fragen, Hastings. Ihr Freund, Monsieur Charles, warum gibt er Ihnen den Spitznamen Butler? Englischer Humor, Poirot. Das würden Sie nicht verstehen. Poirot findet das nicht lustig. Au contraire. Bella, John Granger. Ist Jacob da? Er ist noch nicht zu Hause. Er hat eine Besprechung in der Fakultät. Kann ich helfen? Ich habe eine Frage. Weißt du, ob er eine Flasche Phosphor hat? Ich glaube, Emily hat ein bisschen davon getrunken. Phosphor? Wer sagt das? Das ist mehr so eine Ahnung. Wilhelmina hat sowas gesagt. Ich wohne derzeit in Little Green House. Ist Phosphor nicht gefährlich? Ich meine, man macht Streichhölzer daraus und Kunstdünger. Ja, ganz recht. Und du glaubst, dass sie das bekommen hat? Von Jacob? Ich möchte noch gar nichts sagen. Ich will nur wissen, ob er irgendwo Phosphor hat. Das ist alles. Keine Ahnung. Na schön. Am besten, du sagst gar nichts zu Jacob. Ich rede morgen mit ihm. In der darauffolgenden Nacht wird im Zimmer des Doktors der Gashahn aufgedreht. Als er es bemerkt, ist es schon zu spät. Dr. Granger? Der nächste Morgen. Alles in Ordnung, Doktor? Ein Dienstmädchen will den Doktor wecken. Er starb an Kohlenmonoxidvergiftung. Furchtbarer Anblick. Mein tiefstes Beileid, Madame. Wieso hat jemand John getötet? Er war doch Arzt. Selbst die haben ihre Feinde. Verzeihung, waren das dieselben Personen, die gestern bei uns eingebrochen sind? Das ist durchaus möglich. Madame, wären Sie so freundlich und sagen mir, haben Sie gestern irgendwen gesehen? Oder hat jemand an der Tür geklingelt? Vielleicht hat jemand angerufen? Oh, die Trips. Sie gingen kurz nach 8. Aber niemand hat angerufen. John hat irgendwann telefoniert. Wecker. Verzeihen Sie, Madame. Ich dachte, Sie wären Jacob. Kinder, bringt ihn noch in den Wagen. Ich fahre weg. Ich will nicht, dass meine Kinder mit einem Mörder zusammenleben. Sie wissen also, dass John Granger tot ist. Sarah, die Haushälterin, sie hat's mir erzählt. Wieso sollte Jacob John Granger umbringen? Hat er gestern ihr angerufen, um nach Phosphor zu fragen? Er hat mit mir gesprochen. Er fragte, ob Jacob so etwas hat. Ich sagte, keine Ahnung. Und das haben Sie Ihrem Mann erzählt? Er bestand darauf, zu erfahren, was Granger sagte. Als ich aufgelegt hatte, stand er da. Mr. Poirot, ich habe solche Angst. Also verlassen Sie ihn. Aber wo wollen Sie hin, Madame? Ich weiß es doch nicht. Dann werden wir Sie nun in Sicherheit bringen. Und nun hat der kleine Belgier alle Indizien beisammen, um zu wissen, wer hinter der ganzen Sache steckt. Nur sein Hauptzeuge kann nicht sprechen. Der Hauptzeuge ist ein Hund, Bob. Merci. Monsieur Bob, er ist eine Person, er ist ein Hund vom Lande und nicht aus der Stadt. Und ich suche für ihn ein gutes Plätzchen, wenn meine Arbeit hier erledigt ist. Das tut mir leid, Mr. Poirot. Aber das können wir leider nicht machen. Wegen Albert, er wollte das nicht. Albert? Das ist
ist unser eigener Hund. Ein Springer-Spaniel. Bob würde ihm ständig auf der Nase herumtanzen. Ich wusste gar nicht, dass Sie einen Hund besitzen. Einen Hundegeist? Ah. Albert selbst ist leider vor 3 Jahren vorzeitig von uns gegangen. Die 3 packen nun aus, dann kommen sie runter. Santé. Übrigens hat der Steward im Club, Walter, gesagt, du willst mit mir reden. Tatsächlich? Ja, heute Mittag. Er brachte die Rechnung und sagte... Das erinnert mich an etwas. Oh, ja. Er denkt, du hättest vergessen, deine Rechnungen zu bezahlen. Eine Kleinigkeit, sagt er. Das ist mir wohl entfallen. Diese Politur sorgt ja für einen fabelhaften Glanz, Charlie. Was ist das? Ja, das hab ich selbst zusammengemischt aus Phosphor. Aus Phosphor? Wieso fangen wir nicht an, Poirot? Der kommt wahrscheinlich nicht mehr. Monsieur Jacob kommt gleich. Dafür garantiere ich. Es weilt unter uns der Mörder von Dr. John Granger und Emily Arundel. Ist das etwa ein und dieselbe Person, Sir? Haben Sie Geduld, wenn ich das sagen darf. Sie haben geglaubt. Sie alle haben geglaubt, bis auf eine Person, dass der Sturz von Emily Arundel ein Unfall war. Wer war dann? In der Nacht vor dem Sturz auf der Treppe von Emily. Und was wollte er? Wilhelmina hat diese Person gesehen. Sie sah das Monogramm auf dem Bademantel, um genau zu sein. Die Buchstaben T.A. Sie hat angenommen, es wäre Theresa Arundel. Minnie Lawson hat mich noch nie gemocht. Genau ihr Stil, mich des Mordes zu verdächtigen. Während ihr Tante Ems Vermögen zufällt. Aber Emily ist gestürzt. Sie hat es mir selber erzählt. Sie ist auf Bobs Ball getreten und gestürzt. No, Madame. Doch woher weiß ich das? Von Monsieur Bob höchstpersönlich. Grundsätzlich nach seinem Trick brachte Bob seinen Ball wieder in sein Körbchen. Und als ich erfahren hatte, dass Katja Tanyos in besagter Nacht den Ball auf dem Treppenabsatz gefunden hatte, da wusste ich, dass ihn jemand dorthin gelegt hatte, um den Anschein eines Unfalls zu erwecken. Bewundernswert, unser kleiner Belgier hier auf Hör mal zu dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Fans. Denn nach dem Sturz war ihre Tante zwar verletzt, aber noch quicklebendig. Also hat es unser Mörder noch einmal versucht. Und diesmal hatte er Erfolg. Ich glaube, dass die Ursache des Todes ihrer Tante im Endeffekt eine Vergiftung durch Phosphor gewesen ist. Er tätigte einen Anruf. Madame Tanyos hat er gefragt, ob ihr Mann so etwas besitzt. Und dieser Anruf sollte geheim gehalten werden. Doch Jacob Tanyos wollte den Inhalt des Gesprächs erfahren. Na und wenn schon. Aber ich habe Emily nicht umgebracht. Ich sage es Ihnen, mes amis, in einer der Leberkapseln, die in dieser Schachtel verpackt waren, die Emily Arundel jederzeit bei sich getragen hat. Hier liegt auch die Lösung für ein weiteres Rätsel. Wieso wurde sie ermordet, nachdem sie ihr Testament geändert hat? Mesdames et Messieurs, ich eröffne Ihnen, der eigentliche Mord erfolgte vorher. Ermordet? 3 Tage bevor sie starb? Clever. Ah oui. Und es war der Steward Ihres Clubs, Monsieur Charles, der mir zeigte, wie... Eine seiner leichteren Aufgaben war das Nachfüllen der Salzfässchen. Ob sie heute, morgen oder in 3 Tagen leer sein würden, weiß niemand. Das hängt von ihren Benutzern ab. Ob Emily Arundel sie heute oder morgen oder in 3 Tagen schlucken würde. Nach ihrem Tod richtete sich unser Interesse allein auf die Medizin von Jacob Tanyos. Aber ich glaube, dass sie in der Nacht ihres Todes auch eine Leberkapsel eingenommen hat, die verzögert ihr Gift freigab und sie tötete. Und dann... kam die Testamentseröffnung. Die Familie hörte dessen Inhalt nicht gern. No. Das Vermögen von Emily Arundel geht an Wilhelmina Lawson. Also galt das Interesse nun ihr? Bien sûr. Daraufhin brachen 2 Personen in dieses Haus ein. Monsieur Charles und ihre Schwester Mademoiselle Theresa. Sie sind eingebrochen, um sich das zu holen, was ihnen von Rechts wegen zusteht. Also gut, ja, aber das war unser erster und einziger Versuch, Poirot. Wir waren nicht nochmal dort in der folgenden Nacht. Aber jemand anderer. Er hatte die Absicht, John Granger zu töten, der just an diesem Abend das mit dem Phosphor herausgefunden hatte. Dieselbe Person, die Emily ermordet hatte? Oui. Diese TA-Person also. Nun reicht es, aber ich halte das nicht aus. Bleiben Sie sitzen, Miss.
Mesdames et Messieurs, würden Sie bitte im Spiegel beobachten? Es war Monsieur Bob, der meine Aufmerksamkeit auf diese Kuriosität zu lenken wusste. Er wählte sein eigenes Spiegelbild in dem hochglanzpolierten Schnellboot an, so lange, bis er sicher war, dass ich verstanden hatte. Wilhelmina Lawson sah die Person auf dem Treppenabsatz im Spiegel. Und sie sah auch im Spiegelbild das Monogramm mit den Buchstaben T.A. Mesdames et Messieurs, werden Sie beobachten, dass sich diese Buchstaben nun ohne den Spiegel verändert haben. In A.T. die Initialen von Arabella Tanios. Ist das wahr, Bella? Nein! Sie wissen doch, wie brutal er ist. Und auch, dass er meine Kinder ständig schlägt. Bella! Ich weiß nur, dass Sie das behaupten. Sie denunzieren ihn ständig. Sie spielen uns vor, dass Sie ihn fürchten. Erzählen uns, dass er oft wütend ist. Das ist alles gelogen. Denn nur Sie allein sind verantwortlich für den Mord an Dr. John Granger und für den Mord an Emily Arundel. Wieso, Bella? Wieso? Weil ich dich hasse, Jacob. Du hast mich? Du hasst mich, Bella? Du warst früher anders und dafür habe ich dich geliebt. Aber die Menschen hier haben dich gescheut, deshalb hast du dich geändert, um ihnen zu gefallen. Und ich habe mich so geschämt. Jetzt willst du nur noch die Flucht ergreifen, unbedingt wieder in dein Heimatland. Wie kann man nur so schwach sein? Was erwartet mich in Griechenland? Wenn ich das ganze Geld von Tante Emily geerbt hätte, hätte ich hier gelebt wie eine Königin. Hätte sie mir nur den Gefallen getan und den Sturz nicht überstanden, dann hätte ich geerbt. Du auch, Charles, und du, Theresa. Aber sie mussten sich ja einmischen, Sir. Sie hätte ihr Testament nicht geändert und wir hätten profitiert. Ihr eiskaltes Herz, Madame, hat keinerlei Gnade verdient. Auch eine schöne Larve hält Poirot nicht davon ab, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wilhelmina Lawson hat einen Teil des Erbes von Emily Arundel unter der Familie verteilt. So konnte ich wenigstens meine Rechnung bezahlen. Und der Weltrekord will nun gebrochen werden, Nespa? Aber nicht von mir. Ich gehe nach Bonneville. Das ist in Utah. Oh, aber das ist in der Wüste, glaube ich. Da gibt es keine Seen. Genau, das Rennbootfahren überlasse ich Malcolm Campbell und seinen Kumpels. Ich will nun an Landrennen fahren. Und wir fahren nach London. Noch nicht, Hastings. Noch ist die Frage von höchster Bedeutung nicht im Ansatz gelöst. Bevor es wieder nach London in die Whitehaven Mansions geht, besucht Poirot noch einmal die zwei schrulligen alten Tanten. Sie offenbaren hier versteckte Seiten, Mr. Poirot. Nun ist es wieder passiert, gestern Nacht. Wirklich? Und wer ist Ihnen erschienen? Als ich aufwachte, spürte ich diese, wie heißt das, Präsenz in meinem Zimmer. Ich sah nach oben und da sah ich diesen Springer-Spaniel. Albert! Oui. Was hat er gesagt? Er sprach zu Bob, Madame. Er sagte, lebe fortan mit meinen beiden Frauchen, denn sie benötigen dringend deine Unterstützung. Und so fand der gute Bob ein neues Zuhause und unser kleiner Belgier konnte sich frohen Herzens zurückbegeben in die große Millionenstadt London. Whitehaven Mansions 231 ist die Adresse unseres kleinen Belgiers. Dort lebt und arbeitet er. No. Mais c'est impossible. Miss Lemon? Besorgt schaut Miss Lemon in Poirots puterrotes Gesicht. Irgendetwas passt unserem kleinen Belgier nicht. Miss Lemon, dieser Brief enthält drei Fehler. Drei Fehler in einem Anschreiben? Sowas gab es bisher noch nie. Oh, Mr. Poirot. Das ist noch nie vorgekommen und nun sind Ihnen drei Tippfehler auf einer Seite unterlaufen. Oh, Mr. Poirot, ich bin untröstlich. Sind Sie bei voller Gesundheit? Daran liegt es nicht. Doch. Vielleicht fehlt mir doch etwas. Ich bin völlig durcheinander, Mr. Poirot, wegen meiner Schwester Florence. Einen Moment bitte, Miss Lemont. Sie haben eine Schwester? Ja. Sie lebt in Singapur, aber seit ihr Ehemann tot ist, führt sie ein Wohnheim für Studenten. Es befindet sich in der Hickory Road. Und ihre Schwester hat gewissermaßen Probleme. Ja. Ständig verschwinden irgendwelche Sachen. Eigenartige Sachen. Auf höchst unerklärliche Weise.
Sie ist besorgt, Mr. Poirot. Ich nehme an, deshalb bin auch ich besorgt. Verstehe. Wie wäre es, Miss LeMond, wenn wir heute mit Ihrer Schwester Tee trinken würden? Das wäre wunderbar, wenn das ginge. Man verabredet sich mit der Schwester von Miss Lemon in McNee's Hotpot um 17 Uhr zum 5 O'Clock Tea. Ein Stethoskop, ein Feuerzeug, eine Schachtel Boraxpulver, elektrische Glühbirnen, ein Stöckelschuh. Nur ein Schuh? Ja. Fahren Sie fort, Madame Abbott. Ein Seidenschal, ein Rucksack, den fanden wir aufgeschnitten im Heizungsraum draußen im Hinterhof. Und eines der Mädchen, Patricia, hat einen Diamantring verloren. Aber den haben wir wiederbekommen. Und wie haben Sie ihn wiederbekommen? Das war äußerst merkwürdig. Er war eines Tages in der Suppe. Das ist doch ausgemachter Unsinn, Mr. Poirot. Das ist in der Tat sehr ungewöhnlich. Merci. Ich muss Ihnen gratulieren, Madame Abbott. Wie bitte? Ich finde, Ihr Problem ist einzigartig und geradezu wundervoll. Oh. Madame Abbott, können Sie mir diesen Schuh beschreiben? Aber natürlich. Er war sehr ausgefallen. Ausgefallen? Und was werden Sie nun in dieser Angelegenheit unternehmen, Mr. Poirot? Der Fall klingt nicht gerade spannend für unseren kleinen Belgier, holt ihn aber ein bisschen aus seiner Lethargie heraus. Wer ist dieser Mann? Hercule Poirot. Mr. Poirot, Mrs. Nicolettes. Der berühmte Privatdetektiv. Ein Privatdetektiv? Hier, in meinem Wohnheim? Die Studenten finden das interessant. Sie haben doch nichts dagegen, oder? Nein. Wieso sollte ich was dagegen haben? Gegen Mr. Poirot. Du kommst doch auch, Patricia. Oh ja, ich komme auch. Nein, 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 du verstehst das nicht, Celia. Sieh doch, ich könnte jemanden ermorden, wenn ich das wollen würde. Aber nur, wenn ich kein Motiv dazu hätte. Wie soll ich das verstehen, wenn du es mir nicht einmal erklärst, Colin? Aber ich habe es dir bereits erklärt. Habt ihr von dem großen Detektiv gehört, der bald zu uns kommt? Ja, Belle, ich habe mal Hubbard gerade getroffen. Deswegen ist Colin so in Fahrt, befürchte ich. Ich will doch nur sagen, dass Mörder gefasst werden, weil sie ein Motiv haben. Lass das Motiv weg und sie werden unsichtbar. Das ist ein grauenhafter Gedanke. Haben wir noch Milch oder wurde die uns auch gestohlen? Die habe ich ausgetrunken. Nun, da die Vorstellungsrunde zu Ende ist, servier doch die Suppe mal. Ich habe Hunger. Werden Sie uns etwas über Verbrechen erzählen, Mr. Poirot? Nach dem Abendessen, oui. Das ist in der Tat meine Absicht. Also, Colin denkt, er wäre vielleicht ein guter Detektiv. Oder Verbrecher. Wieso auch nicht? Wenn du so viel von der Psychologie eines Verbrechens wie ich verstehen würdest und das verbergen könntest, dann würde dich die Polizei nie fassen. Da kriegt man ja Angst. Ja, in der Tat. Aber das ist falsch. Wieso? Weil diese kleinen grauen Zellen alles wahrnehmen. Die Fehler, die der Täter begeht, sind der Schlüssel. Sie öffnen die Tür zur Psychologie und auch zur Lösung. Ich finde ja, dass Colin recht hat. Guten Appetit, Mr. Poirot. Wir haben später genug Zeit für Gespräche. Der gestrengen Dame gibt keiner Widerworte. Was ist Ihr wahres Motiv, uns zu besuchen, Sir? Also wirklich, Len. Ich bitte dich mal. Du hast dieses Essen organisiert mit Mr. Poirot und allen anderen Mitbewohnern. Sie haben uns besucht, weil Sie hier ermitteln wollen, nicht wahr? Hier ist doch niemand ermordet worden. Nein. Wegen der Diebstähle ist er hier. Habe ich recht? Oui. Das ist in der Tat der Grund meines Erscheinens, Mademoiselle. Tja, ich wusste es. Entweder Mr. Poirot oder die Polizei. Wir mussten etwas unternehmen. Ja, aber was können Sie tun? Einziehen und uns beschatten? No. Aber ich beginne mit der Rückgabe eines vermissten Gegenstands. S'il vous plaît, Miss LeMond. Miss Lemon staunt nicht schlecht. Das ist mein Schuh. Mein verlorener Schuh. Wie haben Sie das denn jetzt geschafft? Haben Sie auch mein Feuerzeug und mein Stethoskop? Wo haben Sie ihn gefunden, Mr. Poirot? Ah, Mademoiselle Patricia. Sie waren es doch, die diesen Diamantring vermisst hat. Ja, aber den fand ich jetzt wieder. In meiner Suppe. Und die Suppe wurde auf dieselbe Weise serviert wie heute Abend? Ja. Ah. Zur Hölle mit dem Ring. Was war mit dem Schuh? Miss LeMond.
Ich hielt mich an Mr. Poirots Instruktionen. Ich habe ihn heute Nachmittag im Fundbüro der Londoner Verkehrsbetriebe abgeholt. Woher wussten Sie, dass er dort ist? Das war sehr einfach herzuleiten, Mademoiselle. Ein Schuh. Man kann ihn nicht tragen und auch nicht verkaufen. Die einfachste Art, ihn loszuwerden, ist... ihn im Bus liegen zu lassen oder im Zug. Oui, c'est ça. Das nahm ich an und damit lag ich richtig. Der Schuh wurde im Bus Nummer 42 wiedergefunden. Und dieser Bus fährt meines Wissens direkt zum... Dieser Bus fährt zum Krankenhaus. Ah, das grenzt das Feld etwas ein. Ich studiere Medizin. Ich nehme den Bus jeden Tag. Komm schon, Len. Du bist nicht der Einzige. Ich fahre mit diesem Bus auch. Ich arbeite in der Krankenhausapotheke. Wir fahren hier alle mit diesem Bus. Das beweist gar nichts. Ganz Ihrer Meinung, Sir Chapman. Sie alle könnten es getan haben. Wieder mal ist jeder verdächtig. Unser kleiner Belgier wird den Übeltäter am Ende des Falles wie immer finden. Keine Diamanten mehr. Das wird jetzt sehr lange dauern. Dieser Mann, Poirot. Er ist gefährlich. Er kann uns überhaupt nichts tun. Wir werden wie gewohnt weitermachen. Eiskalter Kalkül, gepaart mit Gewissenlosigkeit. Sowas soll's geben. Wenig später im Teeraum. Mr. Poirot, ich bin die Diebin. Ich habe die Sachen gestohlen. Nein, du bist keine Diebin, Celia. Das trifft es nicht. Es tut mir furchtbar leid. Sie kann nichts dafür. Das ist mir eine Krankheit. Kein Fall für die Polizei. Ah, Sie glauben, Sie haben eine psychische Störung namens Kleptomanie. Ja, ja. Ich wollte nie etwas stehlen, aber ich konnte irgendwie nicht anders. Celia wird die Sachen alle zurückgeben. Alle außer dem Armband und dem Feuerzeug. Diese Sachen habe ich leider weggeworfen. Aber ich werde sie ersetzen. Und was ist mit dem Stethoskop, Mademoiselle? Wo haben Sie das? Nein, ich habe kein Stethoskop. So etwas Teures würde ich niemals stehlen, Sir. Aber Sie haben den Diamantring von Mademoiselle Patricia gestohlen. Ja, aber das war ein Versehen. Ich habe ihn zurückgegeben, als ich seinen Wert erkannt hatte. Celia hat mir alles erzählt, nachdem Sie weg waren. Ich finde, das war sehr mutig von ihr. Mademoiselle, für welche dieser Diebstähle waren Sie nicht verantwortlich? Seien Sie bitte ehrlich. Lens Rucksack habe ich nicht gestohlen und auch nicht aufgeschnitten. Das war sicher jemand anderer. Auch nicht die Glühbirnen oder das Boraxpulver. Ist schon gut. Ich hoffe, Sie sind zufrieden, Mr. Poirot. Ich werde Mrs. Hubbard schreiben und entschuldige mich bei ihr und bei allen anderen. Keine Sorge. Ab sofort kümmere ich mich um dich. Mademoiselle, was Sie getan haben, war sehr gut. Kein Wort zur Polizei also. Was Sie betrifft, Mademoiselle, non. Ich danke Ihnen, Mr. Poirot. Nach dem Gespräch mit Ihnen fühle ich mich schon besser. Mademoiselle Austin, Monsieur McNab, au revoir. Hör mal zu. Danke für dein Like. Du warst also heute bei dem berühmten Monsieur Poirot. Ja, er war äußerst nett zu mir. Ihr wart alle so nett. Das habe ich nicht verdient. Ich bitte dich, Celia. Colin hat es dir erklärt. Es ist nicht deine Schuld und du hast niemandem was getan. Oh, und was ist mit meinem Rucksack? Der war nicht ganz billig. Das war ich aber nicht, Len. Und ich habe auch dein Stethoskop nicht. Ich sagte dir... Wer hat es denn gestohlen? Das darf ich dir nicht erzählen. Aber ich weiß, wer es war und ich habe mit ihnen gesprochen und sie haben versprochen zu gestehen. Hier, Celia. Vielen Dank. Bitte. Wollt ihr auch einen Kaffee? Nein, danke, Colin. Old Scotland Yard, Bayswater Road 121, Büro Inspektor Jab. Jab hier? Bitte kommen Sie sofort ins Revier, Sir. Man erwartet Sie. Gut, ich bin unterwegs. Vor Ort trifft Jab auf Poirot und wundert sich. Chief Inspector, ich bin gleich losgefahren, als ich es erfuhr. Geht es Ihnen etwa nicht gut, Chief Inspector Jab? Was? Doch, mir geht es sehr gut, danke. Gehen wir rein. Bitte, Miss LeMond. Wer hat die Polizei gerufen, ohne mich zu informieren? Die Polizei in meinem respektablen Wohnheim! Ein Skandal! Bitte, Mrs. Nicolettis. Ich fürchte, das ist ein Fall für die Polizei, Mrs. Nicolettis. Port! Sie
Sie sind an allem schuld. Sie kommen einfach hierher, erschrecken meine Studenten mit ihren Anschuldigungen. Und jetzt sehen Sie das Resultat. Kommen Sie, Mrs. Nicolettis, ich bringe Sie nach oben. Lassen Sie mich los. Nun, kommen Sie ruhig, Mrs. Nicolettis. Was will dieser Detektiv hier in meinem Haus? Das darf doch nicht. Dieses Papier wird normalerweise für einen Schlaftrunk benutzt. Das hier nicht. Morphin. So ist es. Also Lucilia Austin oder Kleptomanie. Sie gab es zu und nun das. Ja. War es vielleicht Selbstmord? Der Schlaftrunk wurde mit dem Gift vertauscht und es gibt auch keinen Abschiedsbrief. Nein, ich denke nicht, Chief Inspector. Aber wer würde sie töten wollen? Und warum? Poirot. Sehen Sie sich das an. Ihr ist eine Feuerleiter. Über die Leiter kommt man zum Zimmer nebenan. Und wer wohnt da? Ich glaube, dort wohnt diese amerikanische Studentin, Mademoiselle Sally Finch. Mademoiselle Celia hatte sozusagen ein Zimmer mit Aussicht. Ich glaube nicht, dass Mademoiselle Celia Kleptomanin war. Was war sie dann? Das ist meine persönliche Meinung, aber hinter ihren Kleindiebstählen steckte eine Absicht. Welche Absicht? Nehmen wir an, Mademoiselle Celia hatte Gefühle, ja? Starke Gefühle für einen Mann, dessen Passion die Psychologie war. Aber dieser Mann ignorierte sie. Ah, Sie spielen an auf, wie sagten Sie, war sein Name Colin McNabb? Oui. Mal sehen, was der uns zu sagen hat. Ach so. Sie wollen damit sagen, dass Celia das nur getan hat, um mich zu beeindrucken. Sie war leider nicht intelligent genug, um auf so eine Idee zu kommen. Aber Sie fühlten sich zu ihr hingezogen, nicht wahr, Monsieur Colin? Sie war ein faszinierender Fall. War es Selbstmord? Nein, Mr. McNabb. Wir nehmen an, dass sie vergiftet wurde. Vergiftet? Mit Morphin. Morphin? Ja, Mama, das ist nicht möglich. Wieso nicht? Ich meine, niemand hätte einen Grund, sie zu töten. Nicht Celia. Sie sprechen von einem Mord ohne Motiv. Naja. Ach, ich weiß nicht. Monsieur Colin, waren Sie am Abend Ihres Todes bei Mademoiselle Celia? Ja. Erinnern Sie sich in Anbetracht der Ereignisse an Ihre Unterhaltung? Sie hat was Seltsames gesagt. Es hatte zu tun mit den Diebstählen. Sie sagte, sie wüsste, wer Lenz Rucksack gestohlen hat. Aber sie hat Ihnen nicht gesagt, wer das war. Nein. Sie sagte, sie hätte mit jemandem gesprochen, aber... Ich bitte Sie, Herrgott, nochmal. Colin, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab's gerade gehört. Wer sind Sie? Nigel Chapman, ich wohne hier. Sie sind Student? Ja. Wie ist das passiert? Sie sagen, dass man sie vergiftet hat, Nigel. Mit Morphin. Vergiftet? Das hätte ich nicht gedacht. Es ist so, wie Sie es vermutet haben. Wissen Sie, wer Miss Austin ermordet haben könnte? Ach, nein. Es war sicher kein Suizid. Monsieur Nigel, wer war gestern alles in diese Wohnheim? Oh, wir alle. Außer Patricia, sie kam später. Jemand war wohl in ihrem Zimmer und hat ihr das Gift in den Schlaftrunk getan. Und tatsächlich wird etwas vermisst. Ich kann das gar nicht verstehen. Ja, wir vermissen eine Flasche Morphin-Tartat. Wann wurde das Morphin gestohlen? Das kann ich nicht sagen. Wir verwenden das Mittel nicht sehr häufig. Es hätte in den letzten 3 Monaten jederzeit entwendet werden können, seit der Inventur. Aber der Zugang zur Apotheke ist doch bestimmt eingeschränkt. Selbstverständlich. Zutritt haben Celia, 2 Damen, die hier arbeiten, und natürlich ich. Und die Ärzte? Ja, manche Ärzte benutzen die Apotheke als Durchgang. Aber die kenne ich. Könnte Celia Austin das Gift selbst gestohlen haben? Das mag sein, ja. Aber Celia war äußerst zuverlässig. Das sehe ihr nicht ähnlich. Hatte sie Freunde? Wurde sie mal von jemandem besucht? Ja, ein junger Mann kam in der Tat öfter hierher. Aber ich kenne ihn. Er ist Medizinstudent und arbeitet hier. Und wie lautet sein Name? Bateson. Sie haben es sicher gehört, er wurde gerade eingeliefert. Sie kennen Sir Arthur? Nein, aber ich studiere Politik. Sir Arthur war immer sowas wie ein Held für mich. Er hat die britische Politik verändert. Wieso fragen Sie? Nur so. Mademoiselle, Sie wissen doch, dass Celia Austin verstorben ist. Ja, ich war gerade in der Hickory Road.
Mrs. Hubbard sagte es mir. Es ist scheußlich. Sagen Sie, Mademoiselle, Sie waren gestern Abend gar nicht in die Wohnheim? Nein, ich war aus. Ich kam erst sehr spät. Ihnen ist nichts aufgefallen, das uns helfen könnte. Oh, eine Sache sollte ich erwähnen. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Als ich zurückkehrte, stieg gerade jemand aus dem Fenster und auf die Feuerleiter. Auf die Feuerleiter? Ich will niemanden in Schwierigkeiten bringen. Miss Lane. Jeb verhört Miss Finch mit Nachdruck. Ich weiß nicht, wer das behauptet, aber das ist kompletter Unsinn. Ich war im Zimmer die ganze Nacht. Aber Ihr Zimmer hat Zugang zur Feuerleiter. Na und? Ich war aber nirgendwo. Mademoiselle... Mademoiselle Sally, sind Sie enger befreundet mit anderen Studenten? Mit ein paar schon. Ich war gerade mit Len Bateson im Urlaub. Eine Woche Amsterdam. Das war aber noch bevor der Rucksack gestohlen wurde. Das ist am Tag unserer Ankunft passiert. Dann ist die Polizei gekommen. Die Polizei? Ganz recht. Sie haben die Wohnheime wegen eines Mordfalls kontrolliert. Das ist Routine, wenn wir einen jungen Ausländer verdächtigen. Aber das ist seltsam, finden Sie nicht? Während die Polizei da war, wurde der Rucksack gestohlen. Und die Glühbirnen. Das war auch am selben Tag. Ah, Mademoiselle Sally, Sie sind doch irr, weil Sie ein Stipendium bekommen. Ja, richtig. Und, Sie lernen, wie ich sehe. John Keats. Genau. Das ist mein Spezialgebiet. Aha. Ich probiere es. Und wie eine totgeweihte Lady, so dünn und bleich. Sie wankt voran, umhüllt von Stoff, seidenweich. Ach, Sie kennen John Keats? Wenig später beratschlagen sich Jeb und unser kleiner Belgier. Sie ist interessant, diese Mademoiselle Sally. Das mit der Feuerleiter war gelogen. Und nicht nur das. Sie geht vor, Spezialistin für John Keats zu sein. Doch das, was ich zitiert habe... war von Percy Shelley. Ah, Miss Le Mans Regard. Ah, ein bildhübsches Kleid. Das haben Sie selbst geschneidert? Ja. Was für ein ungewöhnliches Stichmuster. Ja. Die gute Madame Jab ist noch nicht zurückgekehrt. Nein. Das dachte ich mir schon. Ja, ich auch. Eh bien, ich habe eine bonne Idee. Hätten Sie Lust, bei mir heute Abend zu essen, Chief Inspector? Naja, ich könnte mal wieder eine ordentliche Mahlzeit vertragen. Falls ich Sie erinnern darf, die Fahrt zurück bis nach Isleworth ist ziemlich weit, Mr. Poirot. Ganz recht. Der einfachste Weg wäre, dass der Chief Inspector bei mir wohnt, bis seine Frau wieder da ist. Am Abend lädt Poirot zum Essen ein. Er hat selbst gekocht, ein altes belgisches Gericht. Das ist meine Assiette Saveur. Das war eine Spezialität meiner Mutter, als ich noch ein junger Student war. S'il vous plaît, Miss Le Mans. Das ist äußerst nett von Ihnen, Mr. Poirot. Chief Inspector? Was ist das für ein Ding im Bad, Poirot? Comment? Ähnlich wie ein Fußbad. Das Bidet. Ah, ein Bidet. Es hat einen Springbrunnen in der Mitte. Wofür ist das? Ah, das hat keine nähere Bedeutung. Der Strahl ging fast in mein Auge. Es wäre das Beste, es nicht anzufassen, Chief Inspector. Es ist kaputt. Ich hole das Essen. Ich muss sagen, darauf freue ich mich sehr, Miss Lemon. Sie sehen auch wie ein Mann aus, der dringend etwas zu essen braucht. Dieses Ding im Badezimmer, Miss Lemon. Bitte belästigen Sie Miss Le Mans nicht mit den Unzulänglichkeiten unserer Sanitäranlagen. Et maintenant, mon assiette au saveur. Voilà. Das wunderbare Essen wird durch ein Telefonat von Scotland Yard unterbrochen. Ein Mord, eine Leiche. Inspektor Jeb und Poirot werden gebraucht. Der Stich ging genau ins Herz. Sie wollen sagen, mit medizinischer Präzision, Chief Inspector? Da fällt mir was ein. Pitzen studiert doch Medizin, oder? Ja, in der Tat. Was ist denn los, Poirot? Zuerst klaut diese Celia Austin vollkommen nutzlose Dinge? Celia Austin hat weder den Rucksack noch die Glühbirnen entwendet. Nein, aber jemand hat sie ermordet. Und dann diese Mrs. Nicolettes, die Besitzerin des Wohnheims, die nichts mit all dem zu tun haben wollte. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen könnte. Erst Celia und jetzt... Als würde die Welt verrückt spielen, Mr. Poirot. Ach, beruhige dich, Florence. Mr. Poirot wird es aufklären. Du wirst sehen. Was können Sie uns über Ihren Arbeitgeber berichten? Nicht sehr viel. Ich denke, sie war ein einsamer Mensch. Und ich glaube auch, das ist zwar etwas gemein, sowas zu sagen, aber sie trank heimlich. Bei den vielen Flaschen, die sie in ihrer Wohnung hat, ist das kein Geheimnis. Hatten Sie nicht erzählt, dass sie weitere Geschäfte hätte?
Ja, ein oder zwei Studentenclubs und ein Geschäft hier um die Ecke. Was für ein Geschäft? Sie verkauft Reisetaschen. Viele unserer Studenten kaufen Rucksäcke. Rucksäcke? Ach ja, natürlich, der Rucksack von Monsieur Leonard Bateson. Der aufgeschnitten wurde. Ja, an jenem Tag war auch die Polizei in der Igori Road. Sir? Verzeihung. Ja? Gut. Zwei Studenten wollen mit Ihnen reden. Ja. Ich fühle mich wie ein Verräter, Sir. Wir wollten das alle... S'il vous plaît, Monsieur Lennart. Fahren Sie fort, bitte. Es war so. Vor ungefähr 6 Wochen diskutierten wir über Verbrechen und Mord. Wir? Entschuldigung, wir alle. Len, Pat, Celia, ich, das ganze Wohnheim. Colin hatte plötzlich die Idee, wie der perfekte Mord ablaufen würde. Und jetzt passiert das. Ja, er hat mir das auch erzählt. Und Sie erinnern sich? Ja, zuerst haben wir rumgealbert. Doch dann fragte ihn jemand, wie er den Mord durchführen würde. Colin sagte mit Gift. Mit Gift? Ja. Ich sagte, Gift bekommt man nicht so einfach, aber Colin war anderer Meinung. Dann haben wir eine Wette abgeschlossen. Was für eine Wette? Colin sagte, er könnte innerhalb einer Woche genug Gift besorgen, um damit jemanden umzubringen. Sie meinen, er hat das Gift gestohlen? Es war Morphintartrat. Er besorgte es eine Woche später. Wir haben es ihm erst nicht geglaubt. Es war weißes Pulver. Ich hab's überprüft. Es war tatsächlich Gift. Und dieses Gift... Was ist nach Ihrer Wette damit passiert? Colin behielt es ein paar Tage. Wir waren alle nervös, aber dann spülte er es die Toilette herunter. Haben Sie ihm währenddessen zugesehen? Ja. Er hat es vor unseren Augen getan. Verstehe ich das richtig? Colin McNabb hat eine Dosis Morphintartrat gestohlen, nur weil er Recht haben wollte? Ja. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht, Inspektor. Ich denke, da unterliegen Sie einem Irrtum. Ich wollte doch nur meine These beweisen, nichts weiter. Sagen Sie mir, Monsieur Colin, wo erraten Sie das Gift? Ist das nicht offensichtlich? Aus der Apotheke im Krankenhaus. Celia Austin hat es Ihnen gegeben. Nein, ich habe es selber geklaut. Dann war das keine Tat von Mademoiselle Celia Austin. Nein, wie Celia sagt. Was passierte dann mit dem Stethoskop? Ich habe es dort versteckt. Ich werde ihm ein neues besorgen. Was ist denn schon dabei? Ich habe nichts verbrochen. Das war Diebstahl und damit eine Straftat. Ich habe das Gift entsorgt. Fragen Sie Nigel oder Len, Sie waren beide dabei. Aber Sie haben es mindestens eine Woche lang behalten, nicht wahr? Ja. Und jeder im Wohnheim wusste, dass Sie das Gift besitzen. Ja, aber... Einen Moment. Sie denken, jemand hat es gestohlen und mit was anderem vertauscht. Oui, mit dem Boraxpulver, das völlig harmlos ist. Denn auch dieses wurde aus der Apotheke gestohlen. Eine schlaflose Nacht liegt hinter unserem kleinen Belgier. Nachdem er Morgentoilette gemacht hat und ein kleines Frühstück eingenommen hat, geht es raus auf die Straße. Guten Morgen, Sir. Bonjour. Wenn Sie erlauben, würde ich gerne einen Rucksack kaufen. Einen Rucksack, Sir? Oui. Möchten Sie den Rucksack für sich selbst? Oh, non, 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 non. Er ist für meinen Neffen. Das wäre das Luxusmodell. Aha. Der Imperial, Sir. Er ist sehr robust, aber leicht. C'est vrai. Und dieses Modell erfreut sich großer Beliebtheit, Monsieur? Nein, Sir. Unser meistverkauftes Modell wäre dieser hier. Er ist relativ leicht und hält einiges aus. Und er kostet die Hälfte vom Imperial. Eh bien. Dann werde ich diesen Ihr kaufen. Mein Assistent wird ihn für Sie einpacken. Bonjour, Chief Inspector. Wie haben Sie genächtigt? Gar nicht. Nach der Festnahme von Monsieur Colin McNabb müssen Sie doch wunderbar ausgeruht sein. Ich konnte wegen Ihrer Heizung nicht schlafen. Aber die war voll aufgedreht, mon ami. Daran lag's ja. Sehen Sie diese Schlagzeile? Der Jarrowmarsch, ja. Es heißt, Sir Arthur Stanley ist zu krank für ein Treffen. Sie haben mal erzählt, dass Sie ihn kennengelernt hätten. Ja. War das wegen einer polizeilichen Angelegenheit? Ja. Sir Arthur Stanley mag für die Menschen ein Held sein. Der König der Arbeitslosen. Vor 10 Jahren ermordete er seine Frau. Comment? Ja. Und das Vorgehen war verblüffend ähnlich dem Fall hier. Was könnte das Motiv sein, dass Sir Arthur einen Mord begeht? Viel Geld. Lady Stanley war bereits ziemlich vermögend. Und er hat alles bekommen. Das wusste Endicott natürlich. Und was haben Sie unternommen? Ich konnte nichts tun. Ich durfte nicht dorthin gehen. Ich
Ich konnte nicht beweisen, was ich gehört hatte. Ich wurde abgezogen. Du weißt, dass sie mich dafür rauswerfen können. Glenn, das ist wichtig für mich. Ja, natürlich. Du und dein Sir Arthur Stanley. Man wird glauben, ihr seid verwandt oder sowas. Ich habe alle seine Werke gelesen. Ich kenne seine gesamte Lebensgeschichte. Ich muss ihn treffen. Nur einmal. Ich gebe dir genau 5 Minuten, Pat. Dann ist Schluss. Danke, Len. Sie haben so viel für dieses Land getan. Die Labour-Bewegung. Ihr Widerstand gegen Mussolini. Sie helfen den Jarrow marschieren. Baldwin wird sie nicht empfangen. Sicher nicht. Er hat zu große Angst. Sie sind ihre Stimme, Sir. Sie sind gefordert. Sie brauchen sie. Nein. Ich kann nicht. Sie werden wieder gesund. Man braucht sie. Früher ja. Ja. Mr. Poirot? Mr. Poirot? Pardon, Miss LeMond. Schönen guten Tag. Ist alles in Ordnung, Mr. Poirot? Ja, danke, Miss LeMond. Ich habe soeben festgestellt, dass man für den Schnitt in einen Rucksack äußerst viel Kraft braucht. Et voilà. Was ist denn? Das Stichmuster, Miss LeMond. Sie haben mitten durchgeschnitten. Mhm. Und was sehen Sie zwischen der inneren Naht und dem Außenstoff? Ich sehe gar nichts. Aha. Précisément. Genau das ist der Punkt. Merci. Ich würde ein Abendessen für Sie und den Chief Inspector zubereiten, wenn Sie das wollen, Mr. Poirot. Merci beaucoup. Der Chief Inspector hat einen überaus gesunden Appetit, n'est-ce pas? Das finde ich auch, Mr. Poirot. Merci. 6:30, wie Sie es gewohnt sind. Ich bin in einer Stunde zurück. Und wenn Poirot sagt 1 Stunde, dann kommt er in 1 Stunde auch zurück. Mein Name ist John Casterman. Verzeihen Sie den unbequemen Transport. Sie meinen den Angriff auf offener Straße? Sie hätten fast eine 6-monatige verdeckte Ermittlung gestört. Und obendrein haben Sie das Leben meiner Agentin aufs Spiel gesetzt. Mademoiselle Sally. Wer? Sie war nie in Gefahr, Monsieur. Mir war bewusst, dass Mademoiselle Sally mich belogen hatte. Wieso? Sie wussten mir zu wenig über Keats. Keats? Sagen Sie, Monsieur Casterman, Ihre Ermittlungsarbeit richtet sich gegen Schmuggel, nicht wahr? Ganz genau. Diamanten. Aus Amsterdam und Paris. Wir wissen, wer sie hier abnimmt, aber wir wissen nicht, wer sie herbringt. Und das hat bei uns oberste Priorität. Und aus diesem Grund arbeiten Sie in dem Rucksackladen in der Hickory Road. Ja, um die Studenten zu beobachten, die auf Reisen gehen wollen. Wir gehen davon aus, dass die Studenten die Diamanten bringen. Das Problem ist, wir wissen nicht, wer. Ich würde sagen, dass die jungen Menschen das selber nicht genau wissen. Das verstehe ich jetzt nicht. Mit den Rucksäcken, die in der Hickory Road ankommen, stimmt etwas nicht. Erstens sind sie viel zu billig. Aus diesem Grund habe ich einen Rucksack gekauft und etwas festgestellt. Was? Unter dem Futter gibt es ein verstecktes Geeinfach, das extra abgenäht ist. Darin kann man jede beliebige Menge Diamanten verstecken, ohne dass der Besitzer es merkt. Sie meinen, die Diamanten werden von Unschuldigen ohne ihr Wissen eingeschmuggelt? C'est ça. Leonard Bateson hatte genauso einen Rucksack, Mr. Poirot. Er wurde gestohlen und aufgeschnitten. Ui. Und ich bin der Meinung, dass eben dieser Vorfall zu den beiden Katastrophen geführt hat. Zum Tod von Celia Austin und Mrs. Nicolettis. Ui. Mr. Poirot, es gibt etwas, das Sie wissen sollten über Mrs. Nicolettis. Ah, Sie glauben, Mrs. Nicolettis organisiert den Schmugglerring? Wir glauben es nicht, wir wissen es genau. Es ist Ihr Cousin. Yorgos Nicolettis kauft die Waren ein. C'est parfait. Madame Nicolettis betreibt einen Laden für Rucksäcke. Und durch die Clubs und das Studentenwohnheim hatte sie Kontakt zu vielen jungen Menschen. Aber warum wurde sie getötet? Baske, sie kannte die Identität des Mörders von Mademoiselle Celia Austin. Und Mord war nicht Teil ihres Plans.
Und sie wurde panisch und sagte, sie würde zur Polizei gehen. Mhm. Ist Monsieur Colin McNab immer noch in Gewahrsam? Er hat das Gift gestohlen und behalten. Und er hatte diese fixe Idee von dem Mord ohne Motiv. Also glauben Sie, dass Monsieur McNab Celia Austin im Rahmen eines Experiments ermordet hat? Ach, die Psychologen, die haben doch selber nicht alle Tassen im Schrank. Hm. Auf Ihre Gesundheit, Chief Inspector. Haben Sie nicht ein schönes, kühles Bier, Poirot? No, 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 no. Außerdem ist Sirup von der Banane besser für den Appetit. Santé. Cheers. Na, haben Sie schon Hunger, Chief Inspector? Das können Sie laut sagen, Miss Lemon. Den ganzen Tag schon freue ich mich auf eine gesunde Mahlzeit. Dann nehme ich Sie doch beim Wort. Was ist das? Seezungenfilet, gedünstet in Milch, mit gedämpftem Gemüse. Sehr viel gesünder kann man ehrlich gesagt nicht mehr kochen. Seezunge, Miss Lemon? Limonenseezunge. Wer wird um diese Uhrzeit noch was von uns wollen? Würden Sie bitte öffnen, Miss Lemon. Asseyez-vous, Chief Inspector. Also, es ist äußerst nett, dass Sie mich bei Ihnen aufnehmen, Poirot. Aber ich dachte... Aber gern, Chief Inspector. Das Vergnügen liegt bei mir. Und ich bestehe darauf, dass Sie bei mir wohnen bleiben. Bis die gute Madame Japp endlich zurückkommt. Oh, von mir aus. Mr. Poirot? Chief Inspector? Monsieur Nigel? Verzeihen Sie die späte Störung, aber ich muss Ihnen was sagen. Pas de problème. Miss Lemon. Bitte setzen Sie sich, Monsieur Nigel. Mr. Poirot, Sie haben den Falschen eingesperrt. Ah, ich habe nicht Monsieur Colin verhaftet, Monsieur Nigel. Wieso sagen Sie das, Mr. Chapman? Das sag nicht ich. Ich war gerade bei Pat, Patricia Lane. Sie weiß, wer das Gift bei Colin deponiert hat. Sie sagt, es wurde dort deponiert? Ja, und sie weiß, wer es war. Oder wer es? Das sagt sie mir nicht. Sie denkt, ich würde es ihr nicht glauben. Wieso kommt sie nicht selbst hierher? Sie hat Angst. Wahnsinnige Angst. Wieso ist sie nicht einfach mitgegangen? Ich habe ihr gesagt, sie ist in Gefahr, wenn sie was weiß. Das ist meine Schuld. Hätte ich sie nur überredet. Suchen Sie bitte nicht die Schuld bei sich selbst, Mr. Chapman. Sie hat Nigel Chapman nicht erzählt, was sie wusste. Aber vielleicht jemand anderem. Sir! Oh, mon Dieu, die Leiche schaut grauenhaft aus. Wer war sonst noch im Haus, Mr. Bateson? Keine Ahnung. Ma Hubbard war oben und ich denke, Valerie war auch irgendwo. Sagen Sie, Monsieur Leonard, wann haben Sie Mademoiselle Patricia das letzte Mal gesehen? Komischerweise war das heute Morgen. Sie war im Krankenhaus. Und wissen Sie, warum? Natürlich, sie wollte zu Sir Arthur Stanley. Stanley? Konnten Sie sie dabei unterstützen? Ja. Ich habe sie für 5 Minuten reingeschleust. Sie hat diesen Mann so bewundert. Sie wollte ihn einmal treffen. Chief Inspector. Zweifelsohne hat sie die Fotografie von Sir Arthur Stanley bekommen. Moment mal, Poirot. Sie wollen doch nicht sagen, dass das hier mit Arthur Stanley zu tun hat. Aber das haben Sie doch selber gesagt. Beim Tod von Lady Stanley und dem Mord an Celia Austin gibt es gewisse Ähnlichkeiten, ne? Dann verraten Sie mir. Ist er auf Ihrer Liste der Verdächtigen? Sir Arthur Stanley? Das kann nicht sein. Der nächste Morgen. Ein herrlicher Sonnentag, wie es nicht viele in England gibt. Bonjour, Chief Inspector. Vous avez bien dormi? Hm? Oh, pardon. Haben Sie gut geschlafen? Nicht eine Minute, wenn Sie es genau wissen wollen. Irgendwann habe ich mich in dieser Kinderbadewanne abgekühlt. Im Bidet? Hm. Darf ich mich setzen? Ich bin am Verhungern. No, no, no. Sie hungern nach der Wahrheit, Chief Inspector. Aber strengen Sie sich nicht an. Die kleinen grauen Zellen haben auch nicht geschlafen. Und dieser Fall ist nun gelöst. Hm? Oui. Bitte lassen Sie auf der Stelle Monsieur McNab frei. Er kann nicht der Mörder von Patricia Lane sein. Er saß im Gefängnis. Und was ist mit Nigel Chapman? Er war bei uns. Oh. Verzeihen Sie, Chief Inspector, aber auf Ihrer Krawatte befindet sich ein Fettfleck. Das ist aber meine einzige. Ich werde Ihnen eine von Mr. Poirots Krawatten geben. Miss Lemon. Nein, danke. Ich kümmere mich darum. Bon. Warten Sie, haben Sie auch Eier mit Speck? Non. Schon so früh am Morgen? Non. Wir haben keine Zeit für Eier mit Speck. Ah, unser kleiner Belgier weiß die Lösung. Und wie immer macht er es sehr, sehr spannend.
Es ist kein Geheimnis, wer die meisten Dinge in der Ikori Road 26 gestohlen hat und wieso das geschah. Mademoiselle Celia Austin war laut eigener Aussage bei Monsieur Colin McNabb. Sie gab vor, Kleptomanin zu sein, doch sie wollte mit diesem Verhalten nur die Aufmerksamkeit von Monsieur Colin McNabb erreichen. Ich halte das nach wie vor für Unsinn. Ich auch. Celia hätte sich das niemals allein ausgedacht, Sir. No, ich glaube, dass jemand sie auf die Idee brachte. Jemand anderer? Wer? Dieselbe Person, die für das Wiederauftauchen des Diamantrings von Mademoiselle Patricia Lane gesorgt hatte. Aber das hätten alle gewesen sein können, er war im Suppenteller. No. Ich berichte, was ich an jenem Abend beobachtet habe. Madame Abba bereitete eine Suppe zu und servierte sie in der Folge. Ich habe festgestellt, dass nur zwei Personen den Diamantring in der Suppe von Mademoiselle Valerie deponiert haben können. Madame Abba und Mademoiselle Valerie selbst. Und wenn ich es gewesen bin? Dann hat Ihnen Celia Austin den Diamantring vorher gegeben. Sie haben so recht. Was? Ach, Colin. Celia hat dich verfolgt wie dein eigener Schatten, aber du hast sie keines Blickes gewürdigt. Also habe ich ihr gesagt, werd seine Patientin. Ein Fall, den er studieren kann. Ganz bestimmt hast du dann mehr Glück. Und das hat funktioniert. Oui. Hör mal zu, bist du. Danke für dein Like. Doch es war nur die Entwendung von wertlosen Gegenständen geplant. Ja, aber dann stahl sie den Ring aus Patricias Zimmer. Ich hatte den Wert des Rings sofort erkannt und wollte die Polizei rufen. Dann hat Mademoiselle Celia Ihnen den Ring gegeben, damit ihn die Eigentümerin wiederbekommt. Ganz genau. Der Trick mit der Suppe war allerdings meine Idee. Das ist ja alles schön und gut, Mr. Poirot, aber wir kennen immer noch nicht den Mörder von Celia und Mrs. Nicolettes. Gedulden Sie sich, Monsieur Chapman, je vous en prie. Bei Ihrem Besuch bei mir übernahm Mademoiselle Celia Austin die Verantwortung für einige der Diebstähle. In der Ikori Road 26. S'il vous plaît, Miss Lemont. Sie gab den Diebstahl des Schuhs zu, des Armbandes, des Seidenschals, des Feuerzeugs, des Kochbuchs und des Rings. Das Stethoskop können wir ebenfalls ausschließen. Denn das wurde entwendet von Monsieur Colin. Was? Len, ich erklär's dir später. Und ich werde dir den Schaden bezahlen. Er hat es genialerweise gestohlen, um aus der Apotheke das Gift mitgehen zu lassen. Das heißt, es sind nur noch drei. Ui, die letzten drei. Und an dieser Stelle würde ich Ihnen gern Monsieur Castermann vorstellen, der seit mehreren Monaten in Ihrem Wohnheim Ermittlungen durchführte. Er ermittelt bei uns? Aber wieso? Ich wurde mit der Aufgabe betraut, gegen eine Schmugglerbande zu ermitteln. Und ich hatte den starken Verdacht, dass Mrs. Nicolettis darin involviert war. Mrs. Nick? Ach, da muss doch ein Irrtum vorliegen. Das ist ganz sicher kein Irrtum. Es ist wahr. Sally? Ich arbeite für Mr. Casterman. Sally? Tut mir leid, Nigel. Mademoiselle Sally verließ das Wohnheim über die Feuertreppe. Sie wollte ihre Beobachtungen Monsieur Casterman mitteilen. Und was wurde geschmuggelt? Diamanten. Für die Schmuggeloperation bedurfte es einer bestimmten Art von Rucksack. Dieser Rucksack hatte ein abgenähtes, verstecktes Fach, von dessen Existenz nicht mal der Besitzer gewusst hat. Und dieser Rucksack löste eine Kettenreaktion aus, die zum tragischen Tod von Mademoiselle Celia Austin führte. Celia ging davon aus, dass der von ihr beobachtete Täter auch für die übrigen Diebstähle verantwortlich war. Sie haben recht. In der Nacht, als sie starb, sagte sie, dass die Wahrheit noch ans Licht kommen würde. Jetzt kommen wir zum Boraxpulver. Es war harmloses Boraxpulver, das weggeworfen wurde. Denn das Morphin wurde vorher bereits ausgetauscht. Von jemandem, der wusste, dass er es bald benutzen würde. Aber Sie fanden doch das Gift in Collins Zimmer. Ja, aber nach dem Tod von Mademoiselle Celia Austin. Das Morphin-Tartrat wurde in seinem Zimmer versteckt, weil man Monsieur Colin die Tat anengen wollte. Verzeihen Sie, Mr. Poirot, aber ich halte das nicht aus. Wer hat das getan? Wir haben ihr zwei Verbrechen. Den Schmuggel und den Mord. Er wendet sich Miss Valerie zu. Ihre Arbeit in dem Modehaus erlaubt Ihnen regelmäßig weite Reisen zu unternehmen, nicht wahr? Sie haben ein erstaunliches Fachwissen über Diamanten an den Tag gelegt, Mademoiselle. Zum Beispiel konnten Sie genau sagen, wie viel der Diamantring von Mademoiselle Patricia wert ist. Nein, das sehen Sie falsch. Sie sehen das falsch. Lassen Sie Valerie in Ruhe. Nein, ich bin doch keine Mörderin. No. Nicht Sie allein. No.
Sie sind für mich keinesfalls eine Mörderin und Sie haben nicht allein gehandelt, Mademoiselle. Sie hatte einen Komplizen? Oh ja, Chief Inspector. Madame Nicolettis leitete den Schmugglerring, wie Monsieur Castermann vermutete. Aber sie hatte nicht nur einen jungen Menschen dafür engagiert. Wer war noch dabei? Durch den dritten Mord bekamen wir einen kleinen Hinweis. Das Haar unter dem Fingernagel der Toten, welche Farbe hatte es? Es war rot. Ha! Sie denken, ich war es? Ich war nicht mal in Ihrer Nähe. Das spielt keine Rolle. Patricia Lane wurde von hinten niedergeschlagen. Also war es für sie unmöglich, die Haare des Angreifers zu erreichen. Und wer war es jetzt? Ich sagte Ihnen doch bereits, Monsieur Collin. Oft sind es nur kleine Fehler eines Verbrechers, die zum Schlüssel zu seinen Gedanken werden. Und auch im vorliegenden Fall verhält sich das so. Das Haar in der Hand der Toten war das Werk eines cleveren, wagemutigen Mörders. Und dieser Mörder trägt seit seines Lebens ein Geheimnis mit sich herum, das er um jeden Preis verschweigen möchte. Aus diesem Grund werden seine Taten immer dreister und gefährlicher. Und er macht vor nichts alt. No, nicht mal vor einem Mord. Ja, aber wer, Poirot? Von wem sprechen Sie bitte? Ich spreche von dem jungen Mann auf dieser Fotografie. Welche Fotografie? Diese Fotografie fand ich gestern bei der toten Patricia Lane. Sie war der Grund, weshalb sie sterben musste. Nun fixiert er Monsieur Chapman in der Art, wie man einen Mörder fixiert. Streiten Sie ab, dass Sie Nigel Stanley waren? Ach, ich bitte Sie, Mr. Poirot, es ist doch kein Verbrechen, seinen Namen zu ändern. Non, Monsieur Stanley, das war kein Delikt. Sie irren sich oder haben Sie es vergessen? Bei Pets Ermordung war ich bei Ihnen. Non. Als Sie bei mir waren, lag Patricia Lane bereits tot in ihrer Wohnung. Ich wollte nie so weit gehen wie er. Es sollte niemand sterben. Das war sein Plan. Klappe, du doofe Kuh. Tut mir leid, aber ich kann einfach nicht mehr, Nigel. Er hat nichts in der Hand, er redet doch nur, er kann es nicht beweisen. Doch. Ich werde Ihnen alles erzählen, Mr. Poirot. Mit einem Satz springt der junge Mann durch das Fenster auf die Straße und verschwindet. Nach knapp einer Stunde können die Leute von Scotland Yard ihn verhaften. Eine Woche später in der Friedhofshalle von Whitechapel, London. Wir sind zusammengekommen, um einen Mann zu beerdigen, dessen tragischer Tod sein Leben jäh beendet hat. Ein Leben, das jenen viel versprochen hatte, die an ihn glaubten. Doch in deren langer Suche nach Gerechtigkeit wird Sir Arthur weiterleben. Ah, Monsieur Endicott. Mr. Poirot. Haben Sie über meinen Vorschlag nachgedacht? Das habe ich. Ich habe nichts dagegen einzuwenden. Gebe Ihnen das hier, Chief Inspector. Was ist das? Es ist ein Geständnis, nicht wahr? Ganz genau. Das Geständnis dieses Mannes, Nigel Stanley, der seine Mutter Lady Stanley ermordet hat. Er hat sie vergiftet. Merci, Monsieur. Er hat sie ermordet? Tu doch nicht so geschockt, Ma. Aber wieso? Ich habe ihr Geld gestohlen. Ziemlich oft. Das war nicht nur einmal. Sie sagte, sie geht zur Polizei, wenn sie mich nochmal erwischt. Das wollte ich vermeiden. Sie hätte mich wirklich einsperren lassen. Und Ihr Vater wusste, dass Sie es gewesen sind? Er ließ mich ein Geständnis schreiben. Wenn mein Name je wieder im Kontext einer Straftat auftauchen sollte, welche auch immer, dann würde er mein Geständnis der Polizei übergeben. Und deshalb wollten Sie Ihre wahre Identität nie preisgeben. Und nun befinden wir uns wieder dort, wo die Geschichte begann. Whitehaven Mansions. Nachdem ich eine Woche bei Ihnen wohnen durfte, Poirot, ist eine Essensanladung doch wohl das Mindeste. Damit Sie mal wieder was Anständiges... Ich meine, Sie kriegen hier eine anständige Mahlzeit, Sir. Und die gute Madame Jab kommt heute wieder zurück? Ja, so gegen 3 Uhr. Ah. Mhm. Bitteschön. Das nenne ich eine anständige Mahlzeit. Das hier ist Kartoffelbrei. Das sind Erbsen. Ach. Erbsenmus nennen wir das. Das mögen Sie. Und das ist was Köstliches. Ochsenschwanzbuletten. Schwanz? Ochsenschwanz. Ich hätte auch noch eine richtig dicke Wurst für Sie. Wurst? Ja, weil ich so Hunger hatte, habe ich... Das ist tragisch, Chief Inspector. Nein, ist schon gut. Ich kann dieses wundervolle Gericht leider nicht essen. Was? Wieso?
Weil ich allergisch bin auf die Ochsenschwanz. Sie haben eine Allergie? Oui. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, aber in Belgien ist sie bekannt als Phobie de Ochsenschwanz. Hab ich noch nie gehört. Tut mir leid, Chief Inspector, ich hätte Sie warnen sollen. Bonsoir, liebe Hörer von Die Hörmalzu-Kanal. Habt ihr mich vermisst, mich, die kleine Belgier? Dann freut euch auf einen neuen Fall heute hier. Und danke für dein Like. Präsentiert der Belgier, ein kleiner Mann mit großer Kombinationsgabe. Captain Hastings hat sein halbes Vermögen in ein argentinisches Steak-Restaurant gesteckt. Zur Eröffnung lädt er hochkarätige Gäste, unter anderem unseren kleinen Belgier. Aber bei dem großen Diner von Captain Hastings möchte ich einen guten Eindruck hinterlassen, Nespa. Der Eröffnungsabend seines neuen argentinischen Restaurants. Das wird eine neue Erfahrung, diese Cuisine aus Argentinien. Ich wusste gar nicht, dass die Argentinier kochen können. Ah, Miss LeMond, sind Sie sicher, dass Sie nicht mitkommen wollen? Ich bin mit meiner Ablage in Verzug, Mr. Poirot. Ich bin sicher, Sie genießen den Abend auch ohne mich. Stimmt was nicht, Mr. Poirot? Ja, was denken Sie, Miss LeMond? Das Jackett scheint etwas eingegangen zu sein. Hier und hier. Das denke ich nicht. Möglicherweise haben Sie ein wenig zugelegt. Non. So etwas hört unser kleiner Belgier gar nicht gerne. Non, Miss LeMond. Das ist nicht möglich. Erinnern Sie mich morgen bitte, dass ich das mit meiner Reinigung bespreche. Haben Sie mir schon ein Taxi gerufen? Es wartet bereits. Bon. Ein feudaler Abend liegt vor unserem kleinen Belgier. Gute Weine, feurige Steaks und anregende Gespräche. Als die Uhr auf Mitternacht geht, erhebt sich Poirot und will gerade etwas sagen, als er in Ohnmacht fällt. Keiner weiß, was mit ihm los ist. Er wird in ein Krankenhaus verfrachtet. Es scheint ein Schwächeanfall zu sein. Der Gute hat in der letzten Zeit sehr viele Fälle gelöst und sich kaum Ruhepausen gegönnt. Ich denke, wir sollten warten, Poirot. Der Arzt hat einige Tests gemacht. In einer Woche werden wir mehr wissen. Aber ich weiß alles, Hastings. Hercule Poirot hat kein Übergewicht. Medizinisch aus dem Gleichgewicht, Mr. Poirot, das ist etwas anderes. Sie haben vielleicht ein Problem mit dem Herzen, das könnte schon davon kommen. Sie wissen schon. Wir sollten dankbar sein, dass nicht mehr passiert ist. Sie können morgen wieder nach Hause. Aber dort werden Sie sich erstmal richtig ausruhen müssen, leichten Sport ausüben und eine strikte Diät halten. Oh, mon Dieu, ich als Sportmuffel Sport treiben? Oh, mein Herz. Ich bekomme Herzschmerzen, wenn ich nur an Sport denke. Hoffentlich sind Sie bald wieder auf den Beinen. Oh. Von den Mitarbeitern der Gerichtsmedizin von Scotland Yard. Oh, und hier ist einer vom belgischen Botschafter. Es scheint mir, als würde ganz London wissen, was geschehen ist, Hastings. Oh, nicht noch mehr Post, Miss Lemon. Die ist aber von Ihrem Arzt. Ich habe ihn heute angerufen und das hat er uns geschickt. Das Sandy Cove Hotel an der Südküste. Seit ein paar Jahren ist es ein Kurhotel und er hat es nachdrücklich empfohlen. Sie treiben Sport am Meer und halten strikte Diät in der strahlenden Sonne. Non, Miss LeMond, das ist nichts für Poirot. Ihr Arzt teilt Ihre Auffassung aber nicht und ich auch nicht. Wir hätten Sie gestern Abend fast verloren. Nicht auszudenken, wenn das tatsächlich passiert wäre. Der Arzt hat es angeordnet. Ich habe Sie für 2 Wochen angemeldet. Keine Sorge, Poirot. Ich bin sicher, Ihnen gefällt das. Ich bin sicher, Ihnen auch, Captain Hastings. Sie fahren mit? Tja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und so begeben sich die beiden ins Kurbad. Unter den vielen Kurgästen befindet sich auch das Ehepaar Redfern. Die Frau ist sehr eifersüchtig und wirft ihrem Mann vor, er hätte eine Liebschaft mit einem Filmstar, der dort ebenfalls zur Kur ist.
Diese Frau, Alina Stewart, sie wohnt auch hier, nicht wahr? Ich hatte keine Lüg Ahnung. Lüg mich nicht an, Patrick. Du wolltest hierher fahren und jetzt weiß ich endlich, warum. Ach, Christine. Du wusstest, dass sie hier ist und deshalb bist du ihr gefolgt. Nein. Weißt du, manchmal verstehe ich dich einfach nicht. Süße. Ja, manchmal bist du so verletzend. Christine. Patrick, Schätzchen. War das Christine, die gerade hineinging? Ja, sie wollte nicht so lange in der Sonne sein. Es ist so schön, dich zu sehen. Was für eine wundervolle Überraschung. Es ist wunderschön, dich zu sehen. Oh, Mr. Poirot, das ist eine gute alte Freundin. Eine neue Freundin trifft es eher. Alina Stewart. Madame. Wir kennen uns von einer Cocktailparty. Da traf uns der Pfeil des Liebesgottes. Wie lange wirst du bleiben? Eine Woche. Na Gott sei Dank. Ich muss sagen, es ist wunderschön hier, aber die Leute sind so bieder. Alina, du kommst zu spät zum Tennis. Ach, entschuldige, Kenneth, aber ich spiele nicht. Sieh doch, wer gerade hier aufgetaucht ist. Patrick. Redfern, wie geht's, Marshall? Du hast doch gesagt, dass du spielst. Und Rosamund wartet auf uns. Sag ihr, ich hätte Kopfweh oder Ähnliches. Komm schon, ich möchte dich ein bisschen herumführen. Halt, ich habe noch nicht eingecheckt. Du hast doch noch den ganzen Tag Zeit hier entlang. Wieso lässt du dich so von ihr behandeln? Lionel. Ich hasse sie. Hättest du sie doch nur nicht geheiratet. Dieser junge Mann. Er hat Hass in seinen Augen. Ja? Hercule Poirot und Captain Hastings. Oh ja, Mr. Poirot. Willkommen im Sandy Cove Hotel. Ich wünsche Ihnen einen schönen und vor allem gesunden Aufenthalt. Merci, Madame. Ich erhielt einen Brief von Ihrem Arzt. Und ich habe für die Herren ein komplettes Sportprogramm für die 2 Wochen ausgearbeitet. Wir kombinieren die natürlichen Vorzüge des Meeres und der Sonne mit unserem überdachten Swimmingpool, einem Kraftraum, einer Warmöltherapie und einem Dampfbad. Sport heißt es nun täglich und das unter einer strikten Diät. William, führen Sie Mr. Poirot und Captain Hastings auf Ihre Zimmer, bitte. Ja, Mrs. Castle. Essen gibt es dann genau um 1 Uhr. Man zeigt unserem kleinen Belgier sein wunderschönes Zimmer. Sie haben Blick aufs Meer, Sir. Die meisten Zimmer haben Meerblick. Das liegt an der Insellage. Das klingt logisch, oui. Sollten Sie etwas brauchen? Auf dem Festland gibt es einige Geschäfte. Eine Bücherei, ein Postamt, ein nettes Restaurant. Und sollten Sie mal Hunger kriegen, dann kann ich Ihnen auch was holen. In Ordnung, Sir? Danke. Hastings? Oh, ja. Danke, Sir. Sie wohnen nebenan. Eine Stunde später. Unser kleiner Belgier hat sich mit Eau de Cologne etwas erfrischt. Wie geht es Ihnen, Poirot? Gar nicht müde nach der langen Reise? Hastings, ich habe mich erholt. Ich bin nicht gebrechlich. Seien Sie doch nicht so ein Mutterhühnchen. Glucke. Danke, Hastings. Ça va? Absolut. Ja. Essen. Im großen Speisesaal trifft unser kleiner Belgier auf eine Bekannte. Oh, Mademoiselle Darnley, nicht wahr? Oh, Sie erinnern sich an mich. Unglaublich. Wir kennen uns aus Ägypten. Ich war dort im Urlaub und Sie klärten einen Mordfall auf. Comme toujours, Mademoiselle. Oh, pardon. Sie kennen meinen Kollegen noch nicht, Captain Hastings. Oh, freut mich sehr. Captain Hastings, das ist Mademoiselle Darnley, eine ganz famose Anzugschneiderin. Oh. Wollen Sie sich zu uns setzen, Mademoiselle? Oh, ich wäre entzückt. Danke. Merci. Sie kriegen also diese Bestrafungsrationen? Sind Sie auch wegen der Gesundheit hier, Mademoiselle? Unter anderem. Eigentlich wollte ich hier einen alten Freund treffen. Kenneth Marshall. Kennen Sie ihn? Wir haben ihn gesehen. Er war früher so etwas wie meine Sandkastenliebe. Also vor langer, langer Zeit. Jetzt sind wir gute Freunde. Er schlug vor, ich solle herkommen. Kennen Sie auch seine Frau? Seine erste Frau. Linda. Ein süßes Ding. Sie ist vor einigen Jahren an Typhus gestorben. Sehr traurig. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von Alina. Danke. Die zweite, Madame Marshall. Wie meinen? Oh, pardon. Sie sprechen von Madame Alina Marshall. Ja, also, was soll ich sagen? Ganz ehrlich, sie behandelt ihn schrecklich. Und sie steckt bis zum Hals in Skandalen. Ich meine, das Geschäft mit Erskine war nur der Anfang. Das ist ein Name, den ich nicht kenne. Sir Roger Erskine? Etwas älter? Alleinstehend? Wirklich sagenhaft reich? Er ist ihr wie ein Hund hinterhergelaufen und dann war er plötzlich tot und hinterließ ihr all seinen Reichtum. Oh,
Dann ist Madame Marshall eine Frau, die ihr eigenes Geld hat, oder? Mhm. Vielleicht hat Kenneth sie deswegen geheiratet. Aber ich sage Ihnen was, Mr. Poirot. Diese Frau wird Unglück bringen. Sie werden es noch sehen. Ein lauer Abend am Strand. Sie sind bestimmt Captain Hastings. Ganz recht. Es hat sich rumgesprochen, dass Sie hier sind. Oh. Halt, Sie dürfen nichts verraten. Es gab einen grausamen Mord in der Nähe und Sie denken, dass sich ein Massenmörder unter den Hotelgästen versteckt hält. Non, non, Mademoiselle. Ich bin hier auf Kur. Das ist ja furchtbar schade. Doch sollte wirklich jemand einen Mord begehen wollen, wäre das hier perfekt dafür. Ach, das glauben Sie, Mademoiselle? Die Leute sind weit weg von zu Hause. Jeder hat einen Grund für seinen Aufenthalt hier. Aber wenn Sie sich ohne aufzufallen irgendeiner Person nähern wollen, weil Sie sie zu beseitigen suchen, dann tun Sie es hier. Sagen Sie, Mademoiselle, wer wäre das Ziel für so eine Attacke in diesem Hotel? Tja, weiß ich auch nicht. Alina Stewart möglicherweise. Ich würde sie gern mit einer Hutnadel erstechen. Wenig später läuft ihm Major Barry über den Weg. Major? Ich war gerade spazieren und da sind Sie mir aufgefallen. Eine Frage, was machen Sie denn hier im Sandy Cove Hotel? Ich bin wie alle anderen hier, wegen meiner Gesundheit. Ach, wirklich? Ich gebe Ihnen jetzt mal einen Tipp als alter Soldat. Ich würde nicht sagen, dass diese Insel derzeit der gesündeste Ort der Welt ist. Oh, mon Dieu, der nächste Morgen bringt mir kein Frühstück, wie ich gewohnt, sondern etwas Haferschleim und Wasser. Danach geht es an ein großes Abenteuer für mich, eine Dampfkabine. Ich habe noch nie gesehen und noch nie probiert. Die Dampfkabine erfreut sich in Amerika größter Beliebtheit, Mr. Poirot. Ihre Haut wird gereinigt und sie wird auch empfohlen, um die Atmung und den Kreislauf zu stimulieren. Nun, für mich ist sie eine neue Erfahrung, Madame. Ich bin sicher, es wird Ihnen gefallen. Na los, Sie haben nichts zu befürchten. Was sagen Sie, Mr. Blatt? Nun kommen Sie schon. Der kleine Belgier schaut die Maschine sehr misstrauisch an, steigt aber dann doch ein. Horace Blatt, verzeihen Sie, dass ich Ihnen nicht die Hand schüttel. Ein Mann mit einem hochroten Kopf begrüßt unseren kleinen Belgier. Hercule Poirot, der berühmte Schnüffler, ha? Sind Sie hier wegen eines Falls? No. Sieht auch nicht so aus. Ist aber schön hier. Es ist nicht Deauville oder Nizza oder sowas, aber ganz nett. Machen Sie Ihren Urlaub? Ich bin immer wieder hier. Ich gehe segeln. Das schönste Hobby der Welt, wenn Sie mich fragen. Sie haben mich sicher mal gesehen beim Rumdümpeln. Oh ja. Ihnen gehört das Boot mit dem roten Segel. Ja. Ich benutze das Hotel als Basis. Das ist sehr angenehm für unser Geschäft. Und was für ein Geschäft ist das, Monsieur Blatt? Oh, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. So, Sie sind also Hercule Poirot, hä? Das Komische ist, ich dachte, Sie wären längst tot. Nach so einer Anstrengung hätte Poirot jetzt sehr gerne einen Creme de Cassis oder ein Sirup de Banane. Aber es gibt Kresse und dazu Wasser. Ich erzählte soeben von meiner Umrundung der Insel. Ich war sogar unten in der Pixie Cove. Und haben Sie die Höhle gefunden? Verdammt! Wie ungeschickt von mir. Welche Höhle? Oh, ich habe gehört, es gäbe eine Höhle in Pixie Cove. Sie ist aber sehr schwer zu finden. Wie ich höre, ist es nur ein Spalt im Fels, aber er wird nach hinten immer weiter. Und dort werden Sie dann den vergrabenen Schatz finden. Hier existieren keine vergrabenen Schätze. Sowas steht nur in Kinderbüchern. Na, Lionel. Was auch immer du sagst, Lionel. Schätzchen. Also, wer hätte Lust auf eine Runde Tennis morgen früh? Wie wär's mit Ihnen, Mr. Poirot? Das ist wirklich nett von Ihnen, Mademoiselle, aber ich denke, das Tennis ist nichts für mich. Ich spiele. Ich meine, wenn die Sonne noch nicht so stark ist. Was ist mit Ihnen, Captain Hastings? Oh ja, ich spiele gern mit Ihnen Tennis. Dann bin ich der Vierte, wenn es nicht zu früh ist. Ich habe noch zu schreiben morgen früh. Wie wäre es denn um 12 Uhr? Mittags? Geht in Ordnung. Das heißt Dinner? Ich verhungere gleich. Ich hoffe, es gibt nicht wieder Krautsuppe. Mrs. Marshall, hier ist ein Anruf für Sie. Was? Um diese Zeit?
Wer ruft dich so spät an? Roger oder Charlie oder Dominic oder Michael. Bestimmt ein Mann. Monsieur Redfern, darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Ich bin freier Journalist. So, Sie schreiben für eine Zeitung? Ja, für die City Pages. Ich werde je nach Auftrag bezahlt. Dann sind Sie also nicht wegen Ihrer Gesundheit hier. Oh nein, ich will mich hier entspannen. Christine ist wegen ihrer Gesundheit hier. Ah ja. Der junge Lionel betritt das Hotelzimmer. Wo warst du denn? Ich war auf dem Festland, in der Bücherei. Ah, das sehe ich. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht in der Galkhof noch ein bisschen zeichne vor dem Tennisspielen. Wieso kommst du nicht mit mir mit? Ich weiß nicht. Du kannst ja schwimmen gehen. Komm schon, du bist kein Bücherwurm, der den ganzen Tag nur liest. Also gut. Dann treffen wir uns hier so gegen 10:30 in einer Stunde. Ein neuer Tag, dasselbe schreckliche Frühstück und Poirot hat nicht ein Gramm abgenommen. Und wie geht's Ihnen, Poirot? Bezieht sich Ihre Frage auf meine Gesundheit? Oder auf meine Gefühle in Bezug auf diese Insel, auf der ich gefangen bin? Ja, auf beides sogar. Ich werde heute Miss Lyman anrufen. Sie wollte einen täglichen Bericht. Dann richten Sie ihr doch aus, dass ich nicht sicher bin. Madame Stewart, legen Sie zu einer kleinen Bootstour ab. Mr. Poirot, Captain Hastings! Hallo! Ja, ich dachte, ich drehe eine kleine Runde zur Pixie Cove. Aber bitte erzählen Sie es nicht den anderen. Madame? Jeder hier folgt mir auf Schritt und Tritt. Und ich möchte endlich auch einmal allein sein. Oh, verzeihen Sie bitte, Sir. Oh, könnten Sie vielleicht später wiederkommen? Ich habe hier etwas Wichtiges zu tun. Lassen Sie die Tür offen, es ist ein bisschen stickig hier drin. Mhm. Bist du soweit? Ja. Dann lass uns gehen. Während seines Spaziergangs trifft unser kleiner Belgier Miss Brewster, die ganz aufgebracht ist. Was ist passiert? Eine Flasche hätte sie fast am Kopf getroffen. Irgendjemand muss sie von der Klippe herabgeworfen haben. Morgen. Morgen. Sie haben nicht zufällig... Wie bitte? Ach, vergessen Sie es. Ich würde gerne einmal um die Insel rudern. Wollen Sie mitkommen, Mr. Poirot? Non. Non, merci. Absolument non. Poirot und die See sind nicht kompatibel, ne? Ich würde mitfahren. Mrs. Castle sagt, dass Rudern sehr gut für den Muskeltonus ist. Dann dürfen Sie rudern. Nachdem die beiden 20 Minuten gerudert sind, entdeckt Mr. Redfern Alina Marshall. Sie liegt auf einer Decke und hat einen großen chinesischen Sonnenhut über ihr Gesicht gedeckt. Sie ist regungslos. Sehen Sie doch, da ist jemand in der Pixie Cove. Sieht aus wie Mrs. Marshall. In der Tat. Arlena, alles in Ordnung? Sie hat keinen Puls, sie atmet nicht. Mr. Redfern bittet die völlig entsetzte Dame, Hilfe zu holen und die Polizei zu informieren. Er bleibt bei der Leiche. Mittlerweile ist Inspektor Chap auf der Insel eingetroffen und übernimmt die Ermittlungen. Etwas Glück haben wir diesmal. Die Insel ist sehr klein. Wir wissen genau, wann die Leiche entdeckt wurde. Der Todeszeitpunkt war maximal 10 bis 20 Minuten vorher. Es ist leicht herauszufinden, wer wo gewesen ist. Wo waren Sie? Na schön. Was für eine Frau war dann diese Alina Stewart? Ja, sie hat sehr gern geturtelt. Und das in besonderem Maße mit Patrick Redfern. Der Bursche, der sie gefunden hat. Ja. Sie sagen, sie war verheiratet, Poirot. Hat Ihr Mann gewusst, was da läuft? Oh ja, Chief Inspector. Es ist ziemlich sicher, dass Monsieur Kenneth Marshall das Verhalten seiner Frau kannte. Da hätten Sie ja dann schon ein Motiv. Chief Inspector, voilà. Eine Brille. Die muss von einem Mann sein. Oder von einem Jungen. Tut mir sehr leid. Ich kann nichts tun. Das Hotel ist geschlossen. Die ganze Insel wird gesperrt. Sie müssen leider abreisen. Aber wir sind gerade erst angekommen. Was ist hier los, Sergeant? Diese zwei Männer sind mit diesem Traktor-Ding angekommen. Sie sagen, sie wären Vogelbeobachter. Wir sind normale Besucher. Sie haben nicht das Recht, uns abzuweisen. Wir haben jedwedes Recht. Ich führe hier eine Mordermittlung durch. Keiner betritt oder verlässt die Insel, wenn ich das sage. Bringen Aber Sie sich aufs Festland, Sergeant. Ja, Sir. Wonach suchen Sie, Poirot? Chief Inspector, die zwei Männer, die wir gerade gesehen haben. Die Vogelbeobachter? Ja, ist Ihnen nichts Merkwürdiges an Ihnen aufgefallen? Nein. Ach ja, die hatten keine Ferngläser. Trebia heißt es. Sehr aufmerksam von Ihnen. Zurück im Hotel erfährt Mr. Marshall vom Tod seiner Frau. Ach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alina, es ist einfach unglaublich. Wer macht denn sowas? Wie lange waren Sie verheiratet, Mr. Marshall? 4 Jahre.
Waren Sie glücklich? Ja. Wenn Sie erlauben, Monsieur Marshall, was halten Sie bitte von Monsieur Redfern? Also, ich habe zu ihm keine Meinung. Und sein Verhältnis zu Ihrer Frau war doch... Da gab es kein Verhältnis. Das ist dämliches Hotelgequatsche. Da ist nichts weiter dran. Wann haben Sie Mrs. Marshall zuletzt gesehen? Nach dem Frühstück. Ich habe in ihr Zimmer gesehen. Sie hatten separate Zimmer? Ja. Das war so gegen 10. Sie sagte, sie wollte gleich hinunter zum Strand. Richtig, wir trafen sie um kurz nach 10. Und wo waren Sie um diese Zeit, Monsieur Marshall? Ich hatte einige Briefe zu verfassen. Das heißt, ich war hier oben und habe getippt. Ich war erst gegen Mittag fertig, dann bin ich hinunter zum Tennisspielen. Dort habe ich erst erfahren, was geschehen ist. Eine letzte Frage, wenn Sie erlauben, Monsieur Marshall. Erkennen Sie diese Brille? Ja, sie gehört Lionel. Wo haben Sie sie her? Das ist nicht wichtig. Könnten Sie uns bitte das Hotelzimmer Ihrer Frau zeigen? Man durchsucht ihre Taschen, ihre Mäntel und die Korrespondenz und wird fündig. Schick mir jetzt das Geld oder du verlierst den Großteil. Nathan, das war's. Nathan, da klingelt bei mir was. Das war der Name des jungen Mannes, mit dem sie in ihrem Restaurant getanzt hat. Im El Ranchero? Oui. Klingt wie eine Drohung. Mit dem würde ich gerne mal reden. Aber er ist in Amerika. Reden wir lieber einmal mit Lionel Marshall. Sie kommen, weil Sie mir Fragen stellen wollen? Ich bitte Sie, ich habe mit der Sache nichts zu schaffen. Ich weiß gar nichts. Können Sie uns sagen, wo Sie heute Morgen waren? Ja, ich war beim Frühstücken. Dann in der Bücherei. Auf dem Festland? Ja. Ich muss für mein Chemieexamen lernen. Als ich zurückkam, stieß ich mit Mrs. Redfern zusammen. Sie hat das Buch gesehen und kann für mich aussagen. Weiter. Sie fragte mich, ob ich zum Schwimmen mitgehe. In der Gulcove. Ich war bis genau 11:45 beim Schwimmen. Woher wissen Sie die Zeit noch so genau? Sie fragte mich danach. Ich habe auf die Uhr gesehen. Dann war ich nochmal schwimmen und ging zurück zum Hotel. Ich wollte eine bestimmte Radiosendung hören und dachte, ich verpasse sie. Aber es war doch erst 11:50 bei meiner Ankunft. Monsieur Lionel, das ist nicht einfach für Sie, das weiß ich, aber... Verraten Sie mir doch, wie war Ihr Verhältnis zu Ihrer Stiefmutter? Sie war in Ordnung. Sie wissen nicht, wer sich Ihren Tod gewünscht haben könnte? Jeder Hinweis hilft uns, Lionel. Ich weiß nicht. Mrs. Redfern vielleicht. Ich meine, es war doch klar, dass Ihr Mann in Aulina verliebt gewesen ist. Ich wette, sie hätte sie gern getötet. Aber so etwas würde sie nie tun. Sie meinen, sie ist nicht gewalttätig? Ja. Wenn das jetzt alles war, darf ich doch wieder raus. Ono, eine letzte Frage, wenn Sie erlauben. Ich glaube, dass die Ihnen gehört. Ja. Meine alte Brille, ja. Ihre alte Brille also? Ja, ich habe längst eine neue, aber die habe ich für den Notfall behalten, Sir. Wo haben Sie sie gefunden? Oh, no, 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 das spielt keine Rolle. Unser kleiner Belgier befragt das Zimmermädchen auf besagtem Stockwerk. Ja, Sir? Sie wissen doch, dass wir im Mordfall Arlina Stewart ermitteln. Ja, Sir. Furchtbar, was passiert ist. Ich kann's immer noch nicht glauben. Sie waren verantwortlich für die Reinigung der Zimmer an diesem Morgen zwischen 10 und 12 Uhr? Ja, Sir. Mademoiselle, sagen Sie uns, ob Sie etwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen haben. Da war nichts Ungewöhnliches. Es war niemand im Hotel. Bis auf Mr. Marshall. Er war auf seinem Zimmer. Ach doch, eine Sache war da schon. Aber das war bestimmt nicht wichtig genug. Doch, erzählen Sie. Es war 11:45. Da dachte ich, ich höre, wie jemand ein Bad einlässt. Nun trippelt unser kleiner Belgier zu Mrs. Redfern. Ich nehme an, Sie wollen wissen, wo ich heute Morgen gewesen bin. S'il vous plaît, Madame. Beginnen Sie bitte mit dem Moment, als Sie aufwachte. Ich habe gefrühstückt. Dann traf ich Lionel. Lionel Marshall, als er aus der Bibliothek wieder kam. So ist es. Ich dachte, er könnte mich begleiten, wenn ich zeichnen gehe. Wir waren zusammen in der Gulcove bis... ja, genau, 11:45. Er trug eine Uhr und sagte mir dann, wie spät es war. Ich ging zurück zum Hotel, zog mich um und kam genau 12 Uhr auf dem Tennisplatz an. Und da habe ich es erfahren, dass... Und hatten Sie an diesem Morgen Arlina Stewart bereits gesehen? Das wollte ich nicht und habe ich auch nicht.
Inspektor Chap geht das Telegramm, das er bei Alina Marshall gefunden hat, nicht mehr aus dem Kopf. Erpressung, das muss mit diesem Telegramm zusammenhängen. Nathan, der Mann in New York. Es hat den Anschein. Aber das geht doch nicht auf. Alina hat keinen Penny besessen. Au contraire, Chief Inspector. Sie war eine äußerst wohlhabende Frau. Wegen des Erskine-Skandals. Sir Roger Erskine. Angeblich hinterließ er ihr ein Vermögen. Ah, wäre interessant zu erfahren, wie viel sie noch hatte. In der Tat, Chief Inspector. Sie hat sicher einen Anwalt oder einen Privatbankier. Fragen wir doch einfach ihren Mann. No, Chief Inspector. Es ist besser, wenn wir Monsieur Marshall nicht informieren. Unter normalen Umständen, Miss Lemon, wären die Informationen, die Sie haben wollen, absolut vertraulich. Ja, das verstehe ich, Mr. Applegood. Jedenfalls muss ich sagen, dass die Bank bereits in tiefer Sorge wegen Mrs. Marshall war. Und aufgrund dessen, wie sie gestorben ist und der Tatsache, dass Mr. Poirot beteiligt ist. Vor 6 Wochen kam Mrs. Marshall in mein Büro und hat mich beauftragt, einen sehr hohen Geldbetrag von ihrem Konto abzuheben. Es sollte in Inhaberobligationen ausbezahlt werden. Hat sie gesagt, wofür das Geld bestimmt war? Leider nicht. Ich habe versucht, ihre Absichten zu erfahren, aber sie sagte, dass mich das nichts angehen würde und ich wollte keinen weiteren Druck ausüben. Was hatten Sie für einen Eindruck? War sie nervös oder ängstlich? Weder noch. Sie war eher zielstrebig. Das ist wohl das beste Wort, um sie zu beschreiben. Können Sie mir nicht auch noch verraten, um welche Summe es sich gehandelt hat? Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Da ging es um ihr ganzes Vermögen. Alles, was Alina Stewart besessen hat. Mr. Redfern? Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen. Sind Sie von der Polizei? Chief Inspector Jab, Scotland Yard. Klar. Ganz ehrlich, Sir, ich finde es etwas eigenartig, dass Sie einfach so tun, als wäre nichts geschehen. Was soll ich denn bitte sonst tun? Das ist alles so brutal und grausam. Sie vergessen, dass ich Sie gefunden habe. Ich will einfach nicht mehr dran denken müssen. Monsieur Redfern, hatten Sie erwartet, dass Sie Madame Marshall am Strand von Pixie Cove finden? Nein. Ich habe nach ihr gesucht, als wir uns auf der Terrasse trafen, aber ich hatte keine Ahnung, wo sie war. Wieso haben Sie sie gesucht? Das zu erklären ist nicht einfach. Au contraire, Monsieur Redfern, das zu erklären ist ziemlich einfach. Sie liebten Madame Marshall. Ich habe sie nicht geliebt. Ich war vernarrt. Ich hoffe, Ihnen ist klar, dass Ihre Vernarrtheit der Grund dafür sein kann, dass Mrs. Marshall nun tot ist. Was meinen Sie? Was, wenn Ihr Ehemann etwas erfahren hat? Was? Er hat sie erwürgt? Kenneth tut so etwas nicht. Und was ist mit Ihrer Frau? Christine hat nichts damit zu tun. Mr. Poirot, ist das wahr, dass wirklich niemand die Insel verlassen darf? Bis meine Ermittlungen abgeschlossen sind, muss ich Sie alle auf der Insel festsetzen. Mademoiselle Brewster, ich würde Sie gerne mal etwas fragen. Ach ja? Wir sprachen von Arlina Stewart einen Tag, bevor wir ihre Leiche am Strand gefunden haben. Ja, ich habe mich schon gefragt, wann Sie mich verhören. Und Sie sagte? Ich würde Sie gern mit einer Hutnadel erstechen. Das habe ich doch nicht ernst gemeint. Ich hatte vor einem Jahr in ein Theaterstück investiert. Sie hat mitgespielt. Aber nach der erfolgreichen Premiere hat sie das Handtuch geworfen. Sodass sie ihr Geld verloren hat. Und zwar alles. Natürlich war ich danach sehr wütend, aber meine Äußerung war sehr dämlich. Tut mir leid. Ein unglücklicher Zufall. Als es passiert ist, war ich nicht mal in der Nähe. Und Mr. Redfern war bei mir, als wir sie gefunden haben. Für Sie muss es ein großer Schock gewesen sein, die Leiche zu entdecken. Es war grauenhaft. Anfangs sah sie gar nicht so aus, als wäre sie tot. Es sah aus, als würde sie sonnenbaden. Doch dann sind Sie auf Miss Stewart zugegangen. Ich sah es sofort. Es war ziemlich unnatürlich, wie sie am Strand da lag. Ihre Arme, ja, es war unter ihrem Teint. Sie war wunderschön gebräunt, als sie hier ankam. So eine gewisse Blässe. Die Blässe des Todes. Ja, das werde ich nie vergessen. Monsieur Blatt? Fährt der Traktor jetzt? Wenn er fährt, fahre ich sofort nach Hause. Tut mir leid, Sir. Niemand darf die Insel verlassen. Was? Das haben Sie mir auch eben gesagt. Tja, mich können Sie nicht aufhalten. Dann nehme ich mein Boot, wenn es sein muss. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht versuchen. Monsieur Blatt, es würde mich interessieren, wieso Ihr Boot genau an dem Tag, als Arlina Stewart starb, bei Pixie Cove vor Anker lag. So ein Quatsch. Wir haben es beide gesehen. Keine Ahnung, vielleicht war ich mal kurz schwimmen.
Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich habe Anker geworfen, weil ich schwimmen gehen wollte. Wie lange wollen Sie uns hier noch festhalten? Solange es nötig ist. Es ist unglaublich. Es ist wieder passiert. Wenn Sie da sind, habe ich das Gefühl, die Leute sterben wie die Fliegen. Ich habe Mademoiselle Darnley in Ägypten kennengelernt. Mademoiselle, darf ich vorstellen, Chief Inspector Jab von Scotland Yard. Sehr erfreut. Lassen Sie uns auf der Stelle in Medias Res gehen, Chief Inspector. Setzen Sie sich. Merci, Mademoiselle. Sie wollen nun wissen, wo ich zum Zeitpunkt des Mordes war. So ist es, Miss Darnley. Ich habe es aufgeschrieben. Das spart uns Zeit. Oh, danke. Frühstück um 9, um 9:30 aus dem Hotel, Fußmarsch Richtung Sunny Ledge, Ankunft um 9:45. Sunny Ledge? Das ist oben auf den Klippen. Von dort sieht man gut in die Pixie Cove. Von dort aus sehen Sie den gesamten Strand, die Höhle, einfach alles. Ach, und bevor Sie mich jetzt fragen, ja, ich konnte sehen, wie Alina in ihrem Boot anlandete, aber das ist auch schon alles. Ah. Sie sind 10:50 wieder ins Hotel zurückgekehrt. 10 Minuten später waren Sie am Tennisplatz. Also Punkt 12. Ich fürchte, ja. Hör mal zu, bist du. Voilà, Hastings. Die kleinen grauen Zellen sind wie die Armee von Napoleon. Sie meinen, die brauchen auch ihr Futter? Oui. Und für Sie, Sir. Danke. Haben Sie schon eine Idee, Poirot? Ja, es ist wahr, Chief Inspector, dass der Fund einer großen Menge Heroin in der Nähe des Fundorts der Leiche von Arlina Stewart darauf hindeuten könnte, dass es das Motiv für den Mord war. Sie sagten, Sie hätten Ihr Parfüm in der Höhle gerochen. Oui. Na, da haben Sie. Sie ging in die Höhle, stolperte über das Heroin. Ihr wurde klar, dass wohl ein Drogenring auf der Insel operieren würde. Und jemand hat sie zum Schweigen gebracht. Nun, eine Frage, Chief Inspector. In der Höhle ist es kalt und sehr dunkel. Wieso ging sie hinein? Wurde sie etwa dazu gezwungen? Zweitens, was war in der Flasche, die nach Mademoiselle Brewster geworfen wurde? Und warum lag die Brille von Lionel Marshall am Fuße der Leiter? Ach, und drittens, was stand in dem Buch, das er gelesen hat? Schön, dass Sie wieder auf dem Damm sind, Poirot. Noch eine große Portion Pudding und Sie lösen den Fall. Lionel Marshall, ein junger Mann, der auf der Insel Ferien macht. Lassen Sie mich bitte nachsehen. Ach, ein Buch wurde gestern ausgegeben, Sir. Ach ja, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ein seltsames Buch hat er sich gestern ausgeliehen, aber er sagte, er müsste etwas für die Schule tun. Und der Titel des Buches, Madame? Gefährliche Chemikalien und Gifte. Nun wird Monsieur Lane befragt. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Wieso sind Sie gestern nicht zurückgekehrt, Sir? Ich war essen bei einem Freund. Dem Bischof von Exmouth. Ich übernachtete dort, weil es sehr spät geworden ist. Und was war der Zweck Ihrer Reise auf die Insel, Monsieur Lane? Das wissen Sie schon. Ich war sehr krank. Ich brauchte Ruhe wegen meiner Nerven. Sie sind doch Vikar. Das war ich. In der Kirche St. Matthew, bei Blackridge in Kent. Der Mann erzählt, dass er exkommuniziert wurde, weil er ein Alkoholproblem hatte und dass es in seiner Gemeinde einen mysteriösen Todesfall gab mit einer erwürgten Frau im Moor. Ich bin Major Barry und ich würde mich gerne kurz mit Ihnen unterhalten. Über den Mord? Also, ich frage mich, wie lange wollen Sie eigentlich Ihre Ermittlungen noch fortsetzen? Tja, schwer zu sagen, Sir. Verstehe. Weil ich... Ach, vergessen Sie's. Was wollte er? Ich habe keine Ahnung. Fertig, Captain Hastings? Ja. Denken Sie, Poros Plan wird funktionieren? Ich hoffe es. Er sagt es Ihnen gerade. Mhm. Wann dürfen wir die Insel wieder verlassen und nach Hause fahren, Mr. Poirot? Ich habe Chief Inspector Jeb gebeten, das Verbot, die Insel zu verlassen, aufzuheben. Ah! Wirklich? Oh ja, Monsieur Blatt. Die neuen Gäste dürfen ab sofort die Insel betreten. Gut. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, gehe ich sofort. Ich habe die Schnauze voll hier. Haben Sie den Fall gelöst? Oh, der vorliegende Fall ist äußerst kompliziert, Mademoiselle Brewster. Aber Sie haben doch bestimmt schon eine Ahnung. Eh bien, Mademoiselle, ich bin ein sehr einfacher Mann. Ich neige dazu zu glauben, dass die offensichtlich verdächtige Person auch der Täter ist.
Und in unserer aktuellen Untersuchung deutet absolut alles auf eine Person hin. Auf wen? Wahrscheinlich würden Sie sagen, da ist ein Haken. Es scheint nahezu unmöglich, dass die betroffene Person den Mord begangen hat. Und auch den Mord an der Frau im Moor vor einigen Jahren. Sie gehen also davon aus, dass die Morde an Alina Stewart und Alice Corrigan in Verbindung stehen? Davon bin ich sogar überzeugt. Beide Frauen waren jung, sie wurden erwürgt. Die eine verlobt, die andere verheiratet. Ihre Männer kommen jeweils als Täter nicht in Frage. Edward Devereux nicht, weil er im Zug saß, und Kenneth Marshall nicht, weil er an der Schreibmaschine saß. Oui, c'est ça. Es haben sich alle im Speisesaal versammelt, Poirot. Bon, nun es ist soweit. Wie ein Maître de Plaisir setzt sich Poirot in die Schar der Verdächtigen, zwirbelt seinen kleinen, aber feinen Schnurrbart und beginnt, den Fall aufzurollen. Wir sind alle wegen unserer Gesundheit, der Leibesertüchtigung und der Erholung hier. Und wegen eines Mordes. Ich bin hier wegen einer Krankheit, aber habe ich bisher bereits meinen Leib ertüchtigt? Non. Sondern die kleinen grauen Zellen. Wie wurde diese Tat, die so unmöglich erscheint, überhaupt begangen? Und wer unter uns ist verantwortlich für den Tod von Arlina Stewart? Wissen Sie das schon? Oui, bien sûr, mademoiselle. Hercule Poirot weiß alles. La pauvre Arlina. Für Monsieur Lane war sie der Inbegriff des Bösen, als sie am Strand schwimmen war. Ich sah sie von Anfang an, bis zuletzt, die ganze Zeit, als ein Opfer. Ihr Schicksal war bereits besiegelt. Sie meinen, sie wurde wirklich erpresst? Da bin ich mir nicht sicher, Chief Inspector. Aber ich habe das am Telefon gehört. Non, 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 Madame. Sie haben nur die eine Seite der Unterhaltung gehört. Hastings, erinnern Sie sich an das Telegramm, das wir im Zimmer von Arlina Stewart fanden? Ich denke, der Absender hieß Nathan. Potzblitz. Ein Telegramm an Alina. Es ist aus New York, von vor 3 Tagen. Lesen Sie. Schick mir jetzt das Geld, oder du verlierst den Großteil. Nathan. Für Chief Inspector Jab war der Absender Nathan ein Erpresser, der sie bedrohte. Aber ich sage, er beschrieb nur Fakten. Was meinen Sie? Er kommt aus Amerika, Chief Inspector, sprach von einem großen Deal, von einem Geschäftsdeal. Ich bin überzeugt, er wollte das Geld von Arlina Stewart nur investieren. Sie meinen, es war gar keine Erpressung? Er ist ein New Yorker Broker, aber kein besonders seriöser. Oui, c'est ça. Also war das einfach nur der Fall eines Mannes, der jung war und der, wie sage ich, ein Opportunist war, der in Arlina Stewart genau das sah, was sie wirklich war. Eine leichte Beute. Eine sehr leichte. Sie erbte das gesamte Vermögen von Sir Roger Erskine. Und jetzt ist alles weg. Jeden Penny hat sie verloren, laut Aussage ihres Privatbankiers. Sie wollen sagen, sie hat alles diesem Kerl in New York geschickt? Nein, ich sage, dass diese Schwäche für sie fatal war. Sie hatte eine Schwäche für Männer, die sie nur ausnehmen wollte. Wir waren immer sehr glücklich. Monsieur Marshall, Sie sind als Mann äußerst galant, nicht wahr? Aber Ihre Ehe mit ihr muss eine Qual gewesen sein. Ich denke, für Ihren Sohn ebenso. Ich konnte sie nicht leiden. Daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Deshalb lag ihre Brille am Fuße der Leiter von Pixie Cove und zur Tatzeit waren sie dort allein. Ich bin mit Mrs. Redfern schwimmen gegangen. Um 11:45, so war es. Wir haben nur ihr Wort, dass die Zeit korrekt war. Madame Redfern sah die Uhr nicht. Angenommen, es war erst 11:30. Dann hätten sie genug Zeit gehabt. Nachdem sie zum Tennis aufgebrochen war, die Leiter hinunterzuklettern. Nein, Sir! Lassen Sie ihn in Ruhe, er ist noch ein Junge. Monsieur Marshall, Sie haben kein Alibi für die Zeit, als Ihre Frau ermordet wurde. Ich sagte doch, dass ich getippt habe. Man hat das Tippen gehört, aber niemand hat sie gesehen. Ich war von Anfang an absolut überzeugt, dass eine Einzelperson verantwortlich ist für die Tat. Und jede Person hier in diesem Zimmer wünschte den Tod von Arlina Stewart. Nein, ich nicht. Doch, Sie auch. Miss Stewart stand zwischen Ihnen und Monsieur Marshall. Sein Sohn wünschte sich, dass sein Vater frei wäre und las Bücher über Gift. Nein, ich habe sie nicht angerührt. Mademoiselle Brewster hat ihretwegen eine große Summe Geld verloren. Und Sie, Madame Redfern, befürchteten, Ihren Mann zu verlieren. Ja, aber ich hätte niemals... Ich meine, ich könnte nicht... Ich hatte keinen Grund, Sie zu töten. Ja. Monsieur Lane, für Sie war diese Frau böse. Genau wie Ihre Frau. Und Sie wollten, dass man auch Sie bestraft. Nein. Wer war's denn jetzt, Poirot? Hastings und ich sahen es klar. Sie war dort verabredet, eindeutig. Oui. Sie hatte eine Verabredung mit Ihnen, Monsieur Redfern. Was?
Wie bitte? Nein. Ruhe doch. Ich wusste vom ersten Moment an, was Sie sind. Ein Verschwender, der reiche Frauen verführt und betrügt. Wie Nathan Lloyd und all die anderen jungen Männer, die Sie attraktiv fanden. Sie war Ihre Beute. Zur Hölle mit Ihnen. Sie sehen das falsch. Er kann's nicht gewesen sein. Er hat sie entdeckt am Strand. Scheinbar hat er das in der Tat, Chief Inspector. Aber was, wenn der Körper, der am Strand von Monsieur Redfern entdeckt wurde, gar nicht der von Arlena Stewart war? Oh, aber sie war es, Mr. Poirot. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. No, Mademoiselle Brewster. Sie haben gesehen, was Sie sehen sollten. Und ich sage Ihnen nun, wie es war. Ein Verbrechen von höchster Genialität. Es war gerade mal 23:30. Sie haben es mir gesagt. Sie dachten, Sie würden eine Sendung im Radio verpassen, die Sie zu hören wünschten. Ganz recht. Aber es war dann erst kurz nach 12, als ich zurückgekommen bin. Mhm. Und nun hat Madame Redfern ein paar Sachen zu erledigen. Sie hatte sich dafür einen kleinen Zeitvorsprung herausgearbeitet. Und dann erklärt unser kleiner Belgier, wie es wirklich war, dass Mrs. Redfern sich braun gefärbt hat mit einer Bräunungslotion, dass sie Arlena Marshall niedergeschlagen und in die Höhle geschleppt hat und sich dann selbst als Arlena Marshall verkleidet leblos an den Strand gelegt hat, um dort von Herrn Redfern und seiner Begleitung gefunden zu werden. Er wollte Sie, Mademoiselle Brewster, im Boot dabei haben, wohlwissend, dass Sie genau wie wir anderen die Leiter nicht besteigen würden. Es war entscheidend, dass Sie mit dem Boot zurückruderten. Aber ich hätte es wirklich schwören können, dass sie es war. Ich dachte, es war Arlena Stewart. Ja, Sie sagten, dass Sie unter der Bräune auch den Schein einer gewissen Blässe wahrnehmen konnten. Ich verstehe, weil es keine echte Bräune war. Oui. Dann berichtet unser kleiner Belgier über die Vita von Miss Marshall. Als Schauspielerin war sie vollkommen. Aber privat leicht zu beeinflussen. Die Männer bettelten sie ständig um Geld an. Männer wie der Amerikaner, Monsieur Nathan Lloyd. Aber Monsieur Patrick Redfern konnte sie am wenigsten widerstehen. Wer sonst wüsste besser, wo man sein Geld investieren sollte, als ein Journalist, der bei einer renommierten Zeitung arbeitet. Und sie gibt ihm ihr gesamtes Geld, um es zu investieren. Aber sie wollten gar nicht investieren. Ich habe noch nie von einem so teuflischen Verbrechen gehört. Oui, Chief Inspector. Es war in der Tat einzigartig. Dieser Mord wurde nach dem Zeitpunkt des Todes begangen. Das war für Sie aber nicht die erste Tat, die Sie auf so perfide Weise begingen. Der Mordfall Alice Corrigan. Oui, Miss LeMond. Noch eine junge Frau, die um ihres Geldes willen ermordet wurde. Aber dieses Mal konnte der Verlobte es nicht gewesen sein. Und nun frage ich, wer hat die Leiche damals entdeckt? Das war eine Sportlehrerin. Absolument. Wieder eine Lehrerin der gesunden Leibesertüchtigung. Sie verdammter, schnüffelnder, lausiger, kleiner Wurm. Patrick Redfern stürzt sich auf Poirot und versetzt ihm einen Kinnhaken. Das Gesicht des Bösen verändert sich nie. Redfern und seine Frau werden abgeführt. Sie werden später zum Tod durch den Strick verurteilt. Probieren Sie es doch mal mit Laufen, Poirot. Oder vielleicht Tennis. Fettleibigkeit ist heutzutage Todesursache Nummer 1. No, Hastings. Die Diagnose des Krankenhauses war ein Fehler. Mein Schneider hat mir gesagt, ich hätte eine gute Figur für einen Mann meines Alters. Also glauben Sie Ihrem Schneider eher als einem kompetenten Arzt? Oh, mais certainement. Was mir mein Schneider empfiehlt, tut nur meinem Bankkonto weh. Aber um die Rückkehr von Poirots Gesundheit zu feiern, möchte ich ein schönes, geselliges Diner vorschlagen. Doch, hervorragend. Gehen wir doch alle ins El Ranchero. Ich fürchte nicht, Captain Hastings. Was? Tut mir leid, Poirot. Ich sollte es Captain Hastings eigentlich noch nicht sagen, Lass aber... Lass mir sagen. Tja, Poirots kleines Problem war eine Lebensmittelvergiftung. Ich verstehe nicht ganz. Das war nicht der erste Vorfall für das El Ranchero, Hastings. Es war der 14. Nein. Die Gesundheitsbehörde hat ihren Laden geschlossen. Was für ein Unsinn. Chief Inspector, woher wissen Sie das denn? Ich habe Scotland Yard gebeten, eine Wache vor die Küche Ihres Restaurants zu stellen. Was? Sie brauchen noch ein paar Tests. Aber ich habe ein Vermögen in den Laden investiert. Ich bitte Sie, Hastings, sehen Sie der Realität ins Auge. Das wird leider nicht zu ändern sein. Oh nein. Aber um Ihre Verluste zu begrenzen, lade ich Sie nun in mein belgisches Lieblingsbistro gleich um die Ecke ein.
dazu präsentiert Der Belgier. Ein kleiner Mann mit großer Kombinationsgabe.